Er bekommt eigentlich gar nichts gelöst. Er hatte schlechte Leistungen und die Prognose war, er würde den Hauptschulabschluss nicht schaffen. Dann gab es eine zweiwöchige Berufsorientierungsaktion, die zusammen mit dem Handwerk durchgeführt worden ist. Manuel hatte die Gelegenheit, einige Tage sich zu erproben, Arbeiten mit Holz. Er hat den Schreinermeister nach einigen Tagen gefragt, was er denn machen müsse, damit er später eine Lehrstelle bei ihm bekommt. Der Schreinermeister hat ihm gesagt, du musst einiges können. Dazu gehört zum Beispiel auch Rechnen. Früher mit dem Zollstock, heute natürlich am Computer. Manuel, der eigentlich Mathe nie gemocht hat, der es als eine Zumutung sozusagen der Lehrerin oder des Lehrers empfunden hat, hat zum ersten Mal eine Beziehung zu dem, was ihm in der Schule abverlangt worden ist, bekommen. Und zusammen mit einem Paten, der ihm zur Seite gestellt worden ist, hat Manuel nicht nur den Schulabschluss gepackt, sondern er hat die Lehrstelle bekommen und am Ende die Ausbildung abgeschlossen. Das zeigt, wir haben dort, wo wir am Anfang glauben, dass überhaupt keine Perspektive da ist, wenn wir motivieren, Möglichkeiten dort, wo wir es gar nicht erwarten würden. In Deutschland sind wir stolz darauf, dass wir beim Übergang der Jugendlichen in die Arbeitswelt, in die Ausbildung besser dastehen als viele unserer europäischen Nachbarn. Unsere Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 7-8%. Sie ist damit weniger als halb so hoch wie die bei unseren französischen Nachbarn. Und wenn wir an südeuropäische Länder denken, wie Griechenland oder Spanien, teilweise mit Jugendarbeitslosenquoten von über 50%, dann wird deutlich, wir sind in wichtigen Feldern erfolgreich, aber nicht überall. Zum Beispiel bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Dort ist die Ausbildungsquote noch deutlich niedriger. Da müssen wir ansetzen. Im Saarland sind wir dabei, ein neues Programm aufzulegen mit dem Europäischen Sozialfonds, das gerade für Jugendlichen mit Migrationshintergrund einen besseren Zugang zum Ausbildungsmarkt ermöglichen soll. Oder Jugendlichen mit einer Behinderung, denen man bisher vielleicht gesagt hätte, du hast überhaupt keine Chance auf dem Arbeitsmarkt. Unser Sozialstaat wird dafür sorgen, dass du dir materiell keine Gedanken machen musst, aber die Teilhabe am Arbeitsleben ist nicht möglich. Da sollten wir nicht zu früh die Flinte ins Korn werfen. Wir haben vor wenigen Wochen gestartet ein Projekt Initiative Inklusion, mit dem 16 junge Menschen aus dem Saarland eine Ausbildung bekommen werden, die vorher keine Chance auf eine Ausbildung gehabt hätten. Wir wissen aus der Shell-Studie aus dem Jahr 2010, dass etwa 10-15% aller jungen Menschen sich selbst als sozial abgehängt betrachten. Sie sind pessimistisch eingestellt, politisch kaum engagiert. Sie stammen in der Regel aus sozial schwachen Verhältnissen. Schul- und ausbildungsverweigerndes Verhalten, Disziplinprobleme, Alkohol- und Drogenmissbrauch, psychische, emotionale, gesundheitliche Probleme, Gewalt, Mobbing, kriminelles Verhalten. Wie können wir diesen Jugendlichen helfen? Entscheidend ist eigentlich, dass wir frühzeitig eingreifen, dass es gar nicht zu einer solchen Entwicklung kommt, die bereits in jungen Jahren zu gebrochenen Biografien führt. Frühzeitig einzugreifen, auch das ist ein wichtiges Thema bei uns an der Saar, wo wir es geschafft haben, nicht nur als erstes Bundesland ein flächendeckendes Netz für Vorsorgeuntersuchungen bei den ganz Kleinen zu schaffen, sondern mit frühen Hilfen, die auch flächendeckend im Land organisiert sind, bereits für Kinder mit Behinderung die Chance für die Teilnahme am allgemeinen Leben so früh wie möglich zu erreichen. Für Jugendliche mit Migrationshintergrund gibt es nicht nur Jugendmigrationslotsen, sondern was ganz wichtig ist, wenn die Familien in unser Land kommen,
Integrationslotsen, die Ihnen ein Stück weit den Weg ebnen, oder in der Schule ein ganz wichtiges Projekt, die Schulwerker. Darüber werden wir nachher sicherlich in der Podiumsdiskussion eine Menge erfahren. Aber die Frage ist, diese Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die ein besonderes Fingerspitzengefühl, einen langen Atem, viel Zeit, Akzeptanz und Geduld brauchen, ist dieses etwas, was wir ausschließlich staatlich organisieren müssen? Ich meine nein. Besonders beeindruckt hatte mich vor einigen Jahren ein Mittelständler, der eine Kombination eines Fleischereibetriebes und eines Partyservices mit, war ein großes Unternehmen, mit über 100 Mitarbeitern und 8 bis 10 Auszubildenden hatte. Und er erzählte mir von einem italienischen Jugendlichen, der aus Verhältnissen kam, wo man auch gesagt hätte, da ist Hopfen und Malz verloren. Er war nicht pünktlich, die Sauberkeit, all das hätte dazu geführt, dass ein anderer gesagt hätte, nach wenigen Tagen, das geben wir auf, den entlasse ich. Und dieser Mittelständler hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Jugendlichen heranzuführen. Ist eine Stärke auch des Mittelstands, dass viele mittelständische Unternehmer bereit sind, auf den Einzelnen einzugehen. Und ich fand das ganz großartig, dass er es am Ende geschafft hat, diesem jungen Menschen einen Weg in die Arbeitswelt zu ebnen. Es gibt Leuchtturmprojekte, und freuen Sie sich mit mir, dass wir gleich ein solches Leuchtturmprojekt präsentiert bekommen werden von Herrn Rach. Freuen Sie sich mit mir auf das, was er mit einer öffentlichen Wirkung seit einiger Zeit praktiziert. Wir brauchen eine gesamtgesellschaftliche Ermutigungskultur. Wir brauchen gute Beispiele, die Einzelne erbringen, aber auch gute Beispiele, die von Seiten des Landes organisiert werden. Darum vor allem geht es an diesem Nachmittag. Herr Storm hat ja eigentlich schon alles gesagt. Was soll ich jetzt noch sagen? Eigentlich zwei Dinge. Heute Morgen auf der Fahrt um 7 Uhr nach Berlin habe ich mal so alte Presseartikel gelesen, unter anderem von der großen Zeitung aus dem Saarland. Da steht in der Überschrift drin, der Fernsehkoch der Enterbten. So bezeichnete man das Projekt. Sind schon zwei Fehler. Erstens, ich war nie ein Fernsehkoch, ich habe noch nie eine Kochsendung im Fernsehen gehabt. Und zweitens, wenn es Enterbte wären, um die es sich dreht, beinhaltet ja, dass es was zu vererben gegeben hätte. So, und dann wird da weitergemacht, Herr Rach ist der Einzige, der es geschafft hat, Unterhaltung und Hartz IV zusammenzubringen und noch damit Geld zu verdienen. Ist natürlich auch eine merkwürdige Unterstellung. Und dann heißt es da weiter, naja, und dann kam die junge Kellnerin an den Tisch und ich vermute mal, es war ein Mädchen, 20 Jahre, ohne Schulausbildung, keine Lehre geschafft, aus dem Heim, drogenabhängig, mit allen möglichen kriminellen und nicht kriminellen Dingen in Berührung gekommen. Und dann sagte sie, anstatt Tortilla, Tortilla. Und dann hat man sich da von den Journalisten scheinbar auf die Schenkel geklopft und musste lachen, dass das Mädchen nicht Tortilla richtig aussprechen konnte, hat dann aber bemerkt, wie verlegen und peinlich berührt das Mädchen war. Und dann schreibt man, jetzt verstehen wir den Sinn der Veranstaltung von Herrn Rach, dass das Projekt doch einen Sinn hat. Ich finde, das ist einfach traurig, wenn man mutige Entscheidungen, und ich kann Ihnen sagen, man braucht Mut, um solche Projekte zu machen. Das kostet auch eine ganze Menge Geld, um das zu machen. Wenn man diese Entscheidungen trifft, dass das nicht immer alles Gold ist, was glänzt, und wo gehobelt wird, fallen Späne, das ist auch so, aber ein bisschen mehr Respekt mit diesen Dingen umzugehen. Und heute Mittag hatte ich ja die Ehre, Frau
Kramp-Karrenbauer mit ihren Ministerkollegen und vielen anderen noch im Roten Jäger, so heißt dieses Restaurant, hier in Berlin begrüßen zu dürfen. Und ich glaube, ich sitze ja da nie im Jackett und im Hemd und esse da gesittet am Tisch, sondern ich komme, ich kontrolliere, ich motiviere, ich lege die Hand auf. Und ich war ganz, ganz angetan von dem, was ich da erlebt habe. Die Jungs und Mädels, 50% von denen, die heute da gearbeitet haben, hatten keinen Schulabschluss, haben keine Ausbildung, waren zum Teil im Gefängnis, waren zum Teil drogenabhängig, haben, wie Herr Storm gesagt, einen großen Migrationshintergrund und so weiter und so fort. Und was die nach 6 Monaten, 5 Monaten ein tolles Ergebnis abgeliefert haben, à la Bonheur, kann ich nur sagen. So, ja. Wir haben dieses Projekt ja in Hamburg gestartet und das läuft immer noch. Und es gibt natürlich dann auch wieder Zeitungskollegen, die stellen sich hin und zählen ab, wer ist denn von dem Ursprungsprojekt noch da? Und dann wird von einem Misserfolg geredet. Dann kann ich die Kollegen nur einladen, nimmt mal bitte eine Woche teil, macht dann einen vernünftigen Bericht und wisst dann, worüber ihr spricht. Wenn man sieht, mit welcher Hoffnung diese jungen Leute da kommen, mit welcher Hoffnung sie sagen, und wenn ihr keinen Ausbildungsplatz habt, gebt mir bitte nur einen Praktikumsplatz, wenn ich mal 4 Wochen oder 8 Wochen bei euch sein darf. Und mit welcher geschwollener Brust die dann das verlassen, wenn sie dann da noch einen Stempel und eine Unterschrift haben und mit welcher Motivation die dann in eine hoffentlich andere Zukunft gehen, dann sage ich, soll man darüber berichten, auch gerne kritisch. Gerne kritisch, gerne die Finger da reinlegen und gucken, was kann man besser machen, was kann man ändern. Und ich sage, wir müssen dahin kommen, dass wir auch mit diesen Projekten Geld verdienen. Das ist nichts Unanständiges. Wir investieren das gesamte Geld wieder in die Verbesserung der Ausbildung. Wir haben es geschafft, in Berlin hier eigenen Raum im Gebäude zu haben, wo wir mit dem Senat eine Übereinkommen gefunden haben, dass Lehrer zu uns kommen, dass wir außerschulisch da tätig sein dürfen, weil derjenige, der schon für Körperverletzung 5 Jahre im Knast saß, der sagt, was guckst du? Und dann auf dem Schulhof wieder provoziert wird, den kann ich nicht in die Berufsschule schicken. Den habe ich aber bei uns und das ist heute der beste Koch, den wir da haben und der hat noch nie mit seinen Händen was anderes gemacht, als mit der Faust geregelt und jetzt hat er einen kleinen Kaffeelöffel und sieht eine Soße aus auf dem Teller, das hat ihm Tränen in die Augen getrieben. Und das Ganze diskutieren wir jetzt hier vorne. Ich wollte was über Mut und Entscheidungen sagen und sonst was, aber Herr Storm hat eigentlich alles gesagt. Also spontan die Reaktion auf den Artikel, den ich heute Morgen in der Bahn gelesen habe. Danke. Der stellvertretende Minister, ja, ist es andere verstanden worden oder noch einmal? Okay, Frau Ministerpräsidentin, der stellvertretende Ministerpräsident und Herr Alt von der Bundesagentur für Arbeit. Herr Rach, ich möchte Sie fragen als erstes, der Rote Jäger liegt ja an einer ganz besonderen Straße, die Jägerstraße, und gegenüber, schräg gegenüber, ist das Nobel-Restaurant V und direkt gegenüber ist die Bank des früheren großen Berliner Bankers Franz von Mendelssohn, auch ein sehr sozial engagierter Mensch in
an der Wende des vorherigen Jahrhunderts. Ist das Zufall oder ist es Provokation? Dann verschweigen Sie, dass Schrecken über auch noch die alte Telekommunikationsverbindungsstelle ist und auf der anderen Seite die Akademie der Wissenschaften. Also dann ist es kein Zufall mehr, sondern es ist der beste Standort, den man sich aussuchen kann. Also ich bezog mich vor allem natürlich auf das Restaurant V. Ja, das sind innerhalb der Kochkollegen hat man da keine Berührungsängste und wir machen ja was ganz anderes als die Kollegen, die kochen ja auf der höchsten Spitze und wir sind ein reines Ausbildungsrestaurant. Heute Mittag, das haben die drei Gänge haben 11,50 Euro gekostet. Und da kriegen Sie da drüben noch nicht mal eine Vorspeise. Ich möchte noch mal kurz bei Ihnen bleiben, weil Sie ja am konkreten Beispiel sagen können, wie das so funktioniert mit diesen Jugendlichen, die eine nicht ganz einfache Vergangenheit haben. Wie motivieren Sie die denn? Ich meine, offensichtlich war es bisher ganz schwer, über Schule, über Elternhaus diese Jugendlichen anzusprechen und für etwas zu gewinnen. Wie gelingt Ihnen das? Naja, das kann ich Ihnen gar nicht genau sagen. Also Anerkennung ist natürlich heutzutage das A und O. Es kommt überhaupt nicht mehr darauf an, dass Sie irgendjemand 20 Euro mehr oder weniger geben, sondern wenn Sie jemand das Gefühl geben, du hast das, was du gemacht hast, gut gemacht, das ist der größte Ansporn. Die hatten nie irgendein Regelwerk, das sie befolgen mussten. Das fängt so simpel an wie Pünktlichkeit. In die Schule ging man meistens nicht. Auf der Straße hat man sich gewehrt, egal ob die Mädchen oder die Jungs. Und wenn Sie irgendwann mal 40 und 50 waren und seit 4 oder 5 oder 6 Jahren von Hartz IV leben, dann haben sie auch kein Regelwerk mehr zu befolgen. Das heißt, das allererste, was wir üben, ist Pünktlichkeit. Und wenn das jemand diese allgemeinen Tugenden, diese Kulturtechniken, was über Schreiben und Lesen hinausgeht, wenn das jemand anfängt zu beherrschen, dann ist das erste Mal Motivation genug. Frau Kramp-Karrenbauer, ist das nicht auch ein Armutszeugnis für die Bildungs-, für die Schulpolitik? Meine, all diese Kinder, wir haben eine Schulpflicht in Deutschland, und all diese Kinder, diese Jugendlichen, sind gezwungen, in die Schule zu gehen. Versagt die Schule da? Ich kann mich noch ein bisschen auf Berlin berufen. Ich habe einige Bekannte, die an bestimmten Schwerpunktschulen in Problembereichen sind. Was die erzählen, ist schier unvorstellbar. Es wäre dann ein Armutszeugnis, wenn die Schule in Deutschland die einzige Institution wäre, die für Erziehung von Kindern und Jugendlichen zuständig ist. Zuallererst gibt es die Familie, gibt es das Elternhaus. Und ich bleibe bei all dem, was die Schule heute sicherlich mehr leisten muss, als das früher der Fall war, trotzdem bei meiner Überzeugung, dass sozusagen die Grundlage nach wie vor im Elternhaus auch gelegt werden muss und dass deshalb auch immer eine Politik, auch eine Politik der Stärkung des Elternhauses sein muss. In den Schulen ist in dem Bereich sehr vieles getan worden. Ich kann mich gut erinnern, noch in einer Zeit, als ich nicht Ministerpräsidentin war, sondern Fachministerin, gab es ja auch an saarländischen Schulen Initiativen, etwa genau mit Blick auf diese Kulturtechniken, Höflichkeit, Umgang miteinander, Pünktlichkeit. Das war nicht ganz unumstritten, das muss man auch wissen, ist es sicherlich auch bis heute nicht. Mir fällt auf, dass es sicherlich mittlerweile ein gelockertes Band gibt zwischen Schule auf der einen Seite und oft dem, was Eltern für wichtig halten. Und dass eines der Probleme darin liegt, dass nicht unbedingt an einem Strang gezogen wird. Und dass sozusagen Schule sich heute vor allen Dingen wahrgenommen wird als etwas, was Inhalte vermittelt, Lerninhalte, Curricula erfüllt, aber im Grunde genommen der Erziehungsauftrag dann auch immer gemeinsam mit den Eltern ein Stück nach hinten rückt. Und wir sehen ja, wie wichtig es ist, diese im Grunde genommen ganz einfachen Dinge auch zu beherrschen. Unabhängig von der Frage Berufsausbildung gehört es einfach dazu, wenn man einigermaßen vernünftig miteinander leben will, muss man das auch können. Darf ich dazu sagen? Sie haben ja in der Analyse vollkommen recht, nur die Lebenswirklichkeit sieht natürlich so aus, dass heute die meisten Mamas und Papas arbeiten müssen. Nicht nur, weil sie sich selbst verwirklichen wollen, sondern weil sie müssen, weil sonst das Geld nicht mehr reicht. Das heißt, deswegen haben wir ja auch unter anderem nicht nur aus den pädagogischen Überzeugungen heraus, sondern auch aus diesen wirtschaftlichen Zwängen heraus die Tendenz in Deutschland, die Gesamtschule, die Ganztagsschule zur Regelschule zu machen. Und da bleibt natürlich für das Elternhaus nicht mehr viel Zeit über, wenn sie abends sich das erste Mal zu unterschiedlichen Zeiten am Tisch treffen, wenn sie es überhaupt tun. Also müssen wir natürlich auch den Bildungsauftrag der Schule der Lebenswirklichkeit schon anpassen.
Das ist so, das habe ich ja eben gesagt. Es gibt heute Aufgaben, die die Schule übernehmen muss, von denen man früher selbstverständlich ausgegangen ist, dass das Elternhaus das regelt. Aber auch früher hat es schon Familien gegeben, wo beide Mutter und Vater berufstätig waren. Und zwar unabhängig davon, ob sie mussten oder ob sie beide wollten. Und das sind gerade nicht immer die Kinder, die sozusagen am schlechtesten erzogen waren. Also insofern wehre ich mich dann immer so ein bisschen dagegen zu sagen, also diejenigen, wo beide berufstätig sind, das sind die Familien, wo alles drunter und drüber geht. Das hat auch ganz andere Ursachen, das hat auch etwas damit zu tun, dass wir heute sicherlich auch in einem zunehmenden Maße Erwachsene, junge Erwachsene, Eltern haben, die es kaum schaffen, für sich selbst irgendwie einzutreten und die es erst recht nicht schaffen, sozusagen für ihre Kinder in einer Familie ein vernünftiges Familienleben zu organisieren, unabhängig davon, wie die Abläufe in der Familie sind. Herr Storm hat ja schon darauf hingewiesen, dass wir also in Deutschland EU-weit mit die geringste Jugendarbeitslosigkeit haben. Das sind bei uns etwa 7,9% der 15- bis 25-Jährigen. In Spanien, auch das hat Herr Storm schon erwähnt, sind es beispielsweise 52%. Herr Alt, trotzdem haben wir ja Problemgruppen bei uns. Meine Frage an Sie aus Ihrer Erfahrung, Sie haben ja auch viele Programme, viele Förderprogramme, können Sie nicht oder wollen Sie nicht? Sie jetzt kleingeschrieben. Also ich glaube, dass die Jugendlichen wollen. Es muss nur gelingen, ihnen klarzumachen, dass sie eine realistische Chance auf Ausbildung und Arbeit haben. Und wenn man sagt, sie haben ein Talent, das sie häufig selbst nicht kennen, aber aus dem man etwas machen kann und das in der Wirtschaft verwertbar ist, dass man wertschöpfend einsetzen kann, wo man Geld mitverdienen kann, wo man eine Aufgabe hat, die einen befriedigt, ich glaube, dann wollen 99,9% der Jugendlichen. Wir hatten in den letzten Jahren leider die Situation, was Schule angeht, dass viele Jugendliche für sich das Gefühl hatten, mit einem Hauptschulabschluss, egal wie gut oder wie schlecht er ist, bekomme ich eh keinen Ausbildungsplatz. Und man hat das versucht zu bestätigen, indem man Schule geschwänzt hat, indem man schlechte Noten hatte und so weiter. Wir können heute glücklicherweise, und Sie haben die Zahlen erwähnt, jedem Jugendlichen, auch jedem Hauptschüler sagen, wenn er ein einigermaßen vernünftiges Hauptschulzeugnis mitbringt, hat er eine realistische Chance auf eine Ausbildung. Wir können auch benachteiligten Jugendlichen sagen, er hat eine Chance auf eine Ausbildung, wenn nicht in der Wirtschaft, dann eben überbetrieblich. Ich glaube, die Chancen für die Jugendlichen heute wirklich in Arbeit und Beruf zu starten sind gut. Aber wir haben noch ein zweites Thema. In den letzten 10 Jahren haben 15% der jungen Leute keine Ausbildung gemacht, aus unterschiedlichen Gründen, auch weil wir demografiebedingt starke Abschlussjahrgänge hatten und relativ schwache Angebote an Ausbildungsplätzen. Mit dem Ergebnis, dass wir derzeit in Deutschland 2,5 Millionen Menschen unter 35 haben, ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Das sind die Menschen, die in der Regel mit dem Thema Hartz IV zu tun haben, das sind die Menschen, die mit Arbeitslosigkeit zu tun haben, das sind die Menschen, die mit Frühverrentung zu tun haben, das sind die Menschen, die mit Niedriglohn zu tun haben, das sind die Menschen, die später mal mit Altersarmut zu tun haben. Und für mich stellt sich die Frage, ob wir nicht als Gesellschaft in der Lage sind, auch diesen 2,5 Millionen jungen Menschen ohne Ausbildung noch mal eine Chance zu geben, das nachzuholen, was in den letzten 10 Jahren vielleicht versäumt wurde. Und ich glaube, neben der Sorge um die, die derzeit die Schulen verlassen, treibt mich auch ein zweites Thema. Können wir nicht diesen jungen Leuten noch mal eine zweite Chance geben für eine stabile, erfolgreiche Erwerbsbiografie? Denn viele von denen haben ja schon gearbeitet, haben Wirtschaft erlebt und haben gesehen, ohne Ausbildung stehst du im Arbeitsleben ganz unten auf der Leiter und bist der Erste, der arbeitslos wird. Nun haben wir eine ganze Menge staatliche Förderprogramme. Nun, wenn man mit Leuten aus der Wirtschaft redet, sagen die ja auch häufig staatliche Wirtschaftsprogramme schön und gut. Aber es besteht bei vielen eben auch die Gefahr, dass sie dort sozusagen zu Dauerparkern werden und den Absprung in den ersten Arbeitsmarkt nicht schaffen. Herr Maas, ist da die Wirtschaft stärker gefordert, die Schule stärker gefordert oder letztendlich alle Beteiligten wahrscheinlich? Also zumindest mache ich mal die Erfahrung, dass auch wenn in der Wirtschaft staatliche Förderprogramme kritisiert werden, gerne in Anspruch genommen werden sie auf jeden Fall. Also insofern, so schlimm kann es jetzt auch nicht sein. Ich glaube auch nicht, dass diese Gefahr des Dauerparkens besteht. Es gab in der Vergangenheit immer dieses Problem der Warteschleifen, dass nach der Schule dann nochmal Schule angeboten worden ist. Manchmal macht das Sinn für junge Leute, denen halt einfach noch die Orientierung fehlt. Aber es ist richtig, zu viele sind da in einer Dauerwarteschleife gewesen, ohne dass sie irgendwelche Effekte hatte.
Aber alles, was wir an Programmen haben, ist darauf ausgerichtet, den jungen Leuten möglichst direkt einen Anschluss nach der Schule in der Ausbildung zu vermitteln. Und der Alt hat das ja angesprochen, sind verschiedene Problemgruppen angesprochen, junge Leute mit Migrationshintergrund, mit Behinderung, sozial schwieriges Milieu. Ich will mal eine Gruppe ansprechen, das hat auch Herr Alt mitgestreift. Das sind junge Leute, die haben einen Schulabschluss, aber die machen keine Ausbildung, weil sie aus welchen Gründen auch immer jetzt schnell Geld verdienen wollen. Wir machen das im Übrigen jetzt in diesem Jahr die Erfahrung, nach dem letzten Schuljahr haben das relativ viele gemacht, zweite Hälfte 2011 gab es wirtschaftlich eine gute Situation, viele Leiharbeitsfirmen haben gezielt junge Leute gesucht und geködert, indem sie gesagt haben, bei uns kriegt ihr gleich Geld, müsst keine Ausbildungsvergütung 3 Jahre mit euch rumschleppen. Das sind jetzt, wo die Konjunktur schwieriger wird, diejenigen, die als Erste wieder auf die Straße gesetzt werden und die ganz große Probleme haben, wieder einen Zugang zu finden, nochmal irgendwo in eine Beschäftigung befristet oder in eine Leiharbeit. Wenn es uns gelingt, die möglichst viele von denen, die da am Zweifeln sind, die als ungelernte Arbeiter Arbeitsplätze annehmen, die sehr, sehr unsicher sind, dazu bringen, doch eine Ausbildung zu machen. Wir haben ein Programm, das heißt Anschluss direkt. Das wird mit 16 Schulen gemacht. Das läuft über 3 Jahre. Die letzten Schuljahre werden dann immer, kriegen die Schülerinnen und Schüler Paten aus der Wirtschaft, aus Unternehmen. Und nach den ersten beiden Jahren haben wir die Ausbildungsquote in den Abgangsklassen verdoppelt, indem wir den jungen Leuten einfach mehr Orientierung gegeben haben, Mut gemacht haben, und ihnen auch gesagt haben, das ist ganz wichtig, eine Ausbildung zu haben, ansonsten wirst du irgendwann Schwierigkeiten bekommen. Also das ist ein ganz großes Thema, die jungen Leute auch zu sagen, ihr könnt auch eine Ausbildung machen. Übrigens, es muss nicht jeder studieren. Also eine gute Ausbildung ist heute auch die Grundlage dafür, im Erwerbsleben eine Perspektive zu haben. Darum geht es. Und das ist auch eine Gruppe, die sollte man nicht vernachlässigen. Motivation und neue Ziele für Jugendliche mit Integrationsproblemen in unserer Arbeits- und Lebenswelt, heißt das Thema dieses Abends, Herr Prelat. Sie als Präsident des Caritas-Verbandes haben ja auch mit einer bestimmten Klientel, die hier angesprochen ist, zu tun. Welche Erfahrungen haben Sie mit Motivationsmöglichkeiten, Motivationschancen? Wie sieht das aus Ihrer Erfahrung aus? Also vielleicht noch eine Zahl dazu, zu dem, was Herr Alt sagte. Wir haben nach wie vor ca. 60.000 bis 70.000 junge Menschen, die ohne Schulabschluss die Schulen verlassen. Die potenziell im Blick auf Zukunft hin, die am meisten sind, die von Armut betroffen sind, bis hin zur Frage Rente. Es gibt seit Jahren, und da bin ich sehr froh, über Einzelunternehmen, aber auch über größere Unternehmen, die sich sehr viel Mühe machen, jungen Menschen hier Brücken zu bauen. Und eine Erfahrung, die wir selber gemacht haben, mit Einrichtungen der Caritas, wie können wir junge Menschen qualifizieren, für soziale Tätigkeiten. Da gibt es ja einerseits dann auch immer schnell den Aufschrei, unmöglich unqualifizierte Jugendliche in die Altenhilfe zum Beispiel. Ist völlig richtig. Aber, und das ist jetzt die Erfahrung, wenn man mit jungen Menschen tatsächlich gut überlegt und prüft, wo sind denn eigentlich die Fähigkeiten und Fertigkeiten? Salopp gesagt, keiner kann nichts. Also ist eine Fähigkeit da. Wenn dann gleichzeitig geschaut wird, wie kann man einen solchen jungen Menschen auch begleiten, dass er nicht in der ersten Phase der Frustration alles hinschmeißt, weil er vielleicht es ja bisher war, das ja sein Reaktionsmuster, dass er dann, wenn Schwierigkeiten sind, er kennt es vielleicht auch von daheim her so, also höre ich wieder auf. Und das Dritte, wie können wir dann auch diejenigen, die bereit sind in der Ausbildung, das mitzutragen, sage ich mal, das sind ja nicht immer Jugendliche, wo es vielleicht besonders viel Spaß macht, mit denen so einen mühsamen Weg zu gehen, ja, wie können wir die qualifizieren? Und da haben wir in dem Projekt, das waren 134 junge Menschen, haben immerhin 79 im Anschluss daran einen Arbeitsplatz in der Altenhilfe und in der Krankenhilfe bekommen, mit der Möglichkeit, sie später nachzuqualifizieren. Also die Frage ist Erfahrung, zu schauen, was kann der Einzelne tatsächlich mitbringen und wie können wir ihn begleiten, dass er dann auch in Schwierigkeiten durchhält. Und es gibt ein für mich sehr faszinierendes Projekt, Perspektiva in Fulda, wo eine Einrichtung der Jugendhilfe es geschafft hat, mit Betrieben in der Region Abkommen zu treffen. Da ist Daimler dabei, Telekom, aber auch der Mittelständler, ganz unterschiedlich, dass solche jungen Menschen im ersten Arbeitsmarkt unterkommen. Und immer mit Paten an die Seite zu stellen. Und die Erfahrungen sind enorm gut
und es ist ermutigend eigentlich, mit solchen jungen Leuten seinen Weg zu gehen. Aber abschließend, das hat nichts mit Sozialromantik zu tun. Das ist wirklich knallharte Arbeit und ist ein Durchtragen von Schwierigkeiten, dass junge Menschen dann auch diesen Weg finden. Aber er lohnt sich. Und das glaube ich schon, dass eine Aufgabe ist, eben nicht nur von der Politik, sondern es braucht alle gesellschaftlichen Kräfte und die Einrichtungen der Caritas in dem Fall haben diesen Weg auch mitgetragen. Also ich denke auch angesichts der demografischen Entwicklung können und dürfen wir es uns gar nicht mehr leisten, junge Menschen einfach abzuhängen und zu sagen, naja, selber schuld, jeder seines Glückes Schmied, Pech gehabt. Also ich glaube, angesichts dieser Entwicklung und der jungen Leute wegen, brauchen die diese Unterstützung und die Erfahrungen, die wir haben, sind so, dass doch ein großer Teil die Kurve kriegt. Ich möchte mal versuchen, etwas konkreter zu werden. Herr Rach, Sie haben von den Jugendlichen gesprochen, die bisher im Grunde nur die Faust in ihrem Leben eingesetzt haben und die nun plötzlich einen Teelöffel haben und mit einem Teelöffel umgehen sollen. Können Sie mal beschreiben, wie funktioniert denn das? Wie bringen Sie die dahin und wie reagieren die? Was machen Sie mit denen? Ich meine, das ist für die ein völliges Neuland. Wie macht man das? Also das macht man so, dass der erste Tag kommt, man stellt sich vor und dann beginnt eine Menge kleiner Schritte. Sie können nicht sagen, hier ist ein Schnitzel, morgen möchte ich das Schnitzel essen. Das funktioniert nicht. Wir reden hier über harte Ausbildung und jeder, der was vom Handwerk versteht, weiß, bis Sie ein Stück Metall mit der Feile wirklich bearbeiten können, müssen Sie es 187 Mal gemacht haben. Und genauso ist es natürlich im Steak und im Schnitzel und Kartoffelschneiden und Schnittlauch in feinste Röllchen machen genauso. Das heißt, Sie müssen anfangen zu üben. Sie haben das ganz großartig gesagt als Beispiel und wir haben von Herrn Alt gehört, was es alles gibt und wir beide haben schon mal ein großes Streitgespräch geführt, Herr Alt und ich, über die Möglichkeiten. Ich muss mal da eine Lanze für unseren Staat brechen. Wir sind überflutet von Möglichkeiten der Unterstützung. Genau wenn wir als Unternehmer sagen, wir kümmern uns um solche Jugendliche, die auf der ersten Linie keine Chance haben. Wir sind aber überflutet genauso von Vorschriften, von Sozialgesetzbüchern. Ich musste, als wir das Projekt gemacht haben, eine echte Rechtsabteilung bemühen, um all die Wohltaten und all die Unterstützungen, die der Staat, sei es vom Senat hier, sei es von Bundesagentur für Arbeit oder den Jobcentern, anbietet und als Möglichkeiten hat. Und ich habe mit Herrn Alt eigentlich eine Wette laufen oder eine Herausforderung. Bitte schreibt diese Dinge mal auf ein DIN-A4-Blatt. Es geht nicht um diese Steuererklärung auf dem Bierdeckel, sondern wer hat als Unternehmer Zeit, eine Rechtsabteilung zu machen und zu gucken, was der Staat alles ermöglicht. Und der Staat ermöglicht uns eigentlich alles, um auch gerade diese Jugendlichen oder auch Älteren nicht auf dem Abstellgleis zu lassen, sondern sie wieder zurück in die Gesellschaft und in Anerkennung und Lot und Brot zu führen, mithilfe von den Unternehmern. Aber die ganzen Vorgänge sind viel zu kompliziert. Ich möchte letzteres mal aufgreifen. Ihr Vorgänger, Frau Kamp-Carmon, hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, glaube ich, 25% aller Vorschriften ersatzlos streichen lassen. Ich weiß nicht, ob es 25% waren oder 30%, aber jedenfalls eine ganze Menge. Offensichtlich ist ja immer noch viel zu viel übrig geblieben. Könnten Sie sich vorstellen, angesichts dieser Diskussion, die wir hier führen, sich auch mal in Ihrem Lande, soweit das eben möglich ist, im Landesrecht, einiges zu streichen und die gleiche Frage dann auch gleich sicherheitshalber mit an Herrn Maas? Also der Punkt ist, da ging es um Befristung und Überprüfung und das, was sozusagen auch in der Überprüfung als nicht notwendig war, ist dann ersatzlos weggefallen. Das, was Herr Rach eben hier angesprochen hat, ist eine besondere Frage, die sich in der Tat in diesem Gesamtfeld Jugendarbeit, insbesondere Arbeit mit Jugendlichen, mit Benachteiligungen, Übergangssystem, Schule, Ausbildung befasst. Wir haben die Situation, dass wir ganz unterschiedliche Ebenen haben, die handeln. Jeder mit seinem eigenen Finanzierungssystem. Also ist immer schon mal die Frage, wer bezahlt für was. Dann haben wir die Situation,
dass, weil es nicht immer eine sozusagen eine Dauerfinanzierung gibt, man sich auch behilft dann mit Programmen. Das heißt, es wird ein Programm gestrickt für 3 Jahre. Frau Krapphammer, es möchte gar keiner eine Dauerfinanzierung, sondern es geht da um den Anschub und um die ersten Schritte, wo wir sagen, wir nehmen diese Jugendlichen weg von der Straße oder wo auch sonst her. Es wäre aber, ich sage mal, sicherlich auch im Sinne von Herrn Alt, wenn er ein Budget hätte, mit dem er frei sagen könnte, um diesen Anschub zu gewährleisten, mache ich das. So, er hat aber ungefähr, also mindestens hunderte von Programmen, die sind gestrickt, die sind zum Teil noch von der EU vorgegeben und die laufen im Schnitt 3 Jahre. So, und und wenn Sie in 3 Jahren dann sozusagen das Programm auslaufen haben, versuchen Sie mit aller Gewalt, die Jugendlichen so irgendwie umzustricken, dass sie ins nächste Modell hineinpassen, damit die Arbeit fortgesetzt werden kann. Ich habe mal nachgeschaut, ich glaube, wir haben alleine im Saarland in dem Bereich von den unterschiedlichen Ebenen rund 40 Projekte, Initiativen, Modelle, die sozusagen alle am gleichen Thema anfangen. Und das, was Sie gesagt haben, ist in der Tat auch eine große Chance für das Saarland, weil wir klein und kompakt sind. Die Kunst liegt nämlich darin, die Dinge zu vernetzen und zu sagen, wir haben hier einen Jugendlichen mit unterschiedlichen Problemlagen und jetzt setzen sich sozusagen diejenigen, die mit diesem Jugendlichen zu tun haben, ob das Schule ist, ob das sozusagen die Arbeitsverwaltung ist, ob das die Sozialbehörden sind. Die machen sozusagen ein, ich nenne das mal technisch, ein Fallmanagement, die schauen sich an, was braucht der und wie kriegen wir das hin. Das ist genau ihr Ansatz. Und das ist im Moment in dem Maße noch nicht möglich. Und da sehe ich durchaus Chancen, dass wir auch im Sinne unserer Möglichkeiten als Land gerade diese Akteure so zusammenbringen, um diese Flexibilität zu ermöglichen. Dann wären wir schon ein großes Stück weiter. Also man kann sicherlich vieles einfacher machen und wir versuchen das auch dort, wo wir können, aber wir können nicht überall. Ein Großteil der Mittel, die wir verwenden, sind Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds. Die sind genau festgelegt, wie sie abgerechnet werden müssen und so weiter. Und da heißt es am Schluss, entweder nehmt ihr sie oder ihr lasst es. Aber Herr Maas, alles in Ordnung. Also das interessiert ja auch gar nicht. Nur zum Beispiel herausfinden, was für Möglichkeiten es gibt, das ist fast unmöglich. Verstehen Sie? Dass Sie das dann so und so da nehmen müssen, alles in Ordnung. Aber machen Sie doch eine Seite oder zwei Seiten, wo überhaupt diese Möglichkeiten mal formuliert werden, damit ich als Unternehmer weiß, es gibt was vom Europäischen Sozialfonds. Wer das dann wo wie bearbeitet, interessiert mich mal zuerst überhaupt nicht. Aber ich habe, Herr Alt, wie viele Sozialgesetzbücher haben wir? 10 Sozialgesetzbücher und in allen diesen 10 Sozialgesetzbüchern haben Sie hunderte von Möglichkeiten und dann kommt noch Europa dazu. Das ist eigentlich unmöglich, der gesamten Sache irgendwie Herr zu werden. Aber den Unternehmer interessiert es auch nicht, ob das Geld von der Europäischen Union kommt, ob es vom Land kommt oder vom Bund, sondern den Unternehmer interessiert, ob es ein Programm gibt, das auf seine Situation oder auf sein Problem passt. Wir haben, also man muss auch mal dazu sagen, es gibt viele, sehr, sehr viele Programme. Ich bin selber überrascht gewesen, als ich mir mal die Liste angeguckt habe, wie viele das sind. Aber ich muss auch dazu sagen, am Ende des Jahres bleibt in keinem einzigen ein Cent übrig. Im Gegenteil, wir könnten gerne noch mehr gebrauchen. Das ist ja zumindest ein Hinweis, dass es nicht so ist, dass das Geld irgendwo liegen bleibt, weil es keiner versteht. Wir haben uns zusammengetan, auch bei uns mit den Kammern, der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer. Wir haben eine eigene Gesellschaft dafür gegründet, dass die Unternehmen relativ barrierefrei, wie man heute sagt, mit all dem sich auseinandersetzen können. Die kriegen das sozusagen wie im Außendienst, alles wirklich mundfertig dahingelegt und das funktioniert auch. Man kann das alles einfacher machen, aber ich stelle fest, das Geld ist am Ende des Jahres weg. Ich stelle fest, dass dort, wo wir Bilanz ziehen aus den einzelnen Programmen, die Bilanz sich immer sehen lassen kann, also dass es auch sehr, sehr sinnvolle Dinge sind, die da gemacht werden. Und wir werden uns Mühe geben, das noch weiter zu vereinfachen oder mal auf eine Seite zu kriegen, aber wichtiger Indikator, die Gelder, die da stehen, die verfallen nicht, die lässt niemand verfallen. Sie kommen in der Regel da an, wo sie hinkommen. Manchmal ist der Weg ein bisschen beschwerlich, aber das ist nicht nur für Unternehmer so, das ist auch für die Behörden teilweise so, wenn wir europäisches Geld verwenden. Wichtig ist, es kommt an. Und das kann man sagen, es kommt zu 100% an. Im Gegenteil, wir könnten sogar noch 120 gebrauchen. Ich würd gerne mal einen Schritt zurückgehen, Frau Kramp-Karrenbauer. Ich bin jetzt weit entfernt, alles nur der Schule zuzuschieben. Aber ich glaube, die Frage muss schon berechtigt sein,
was möglicherweise auch im schulischen Alltag an Qualifikation passiert oder nicht passiert. Denn wir haben eine Reihe von Projekten, die jungen Menschen im Grunde helfen, parallel zum Schulbesuch sowas wie Pünktlichkeit zu lernen, eine Verlässlichkeit zu lernen. Und ich frage mich, ob nicht im Grunde auch tatsächlich in den Schulen begleitend, die allein können es nicht schaffen, aber dass tatsächlich auch hier die Qualifikation für den Arbeitsmarkt auch so mitgestaltet wird. Weil wir dürfen nicht vergessen, dass viele der jungen Menschen, die dann hier als so Problemgeschichten ankommen, genau Opfer aus dem Schulsystem sind. Und wenn sie es dann nicht schaffen, in den regulären Arbeitsmarkt zu kommen, dann ist häufig genau das die Ursache, dass sie in diesem Übergangssystem im Grunde genau die gleichen Erfahrungen machen. Und die durchgängigen Erfahrungen bei uns sind eigentlich so, wo junge Menschen in Betriebe kommen, also in Ausbildungsstätten, dass da auf einmal offenbar ein anderer Drive auch kommt und eine andere Motivation, die Dinge anzugehen. Ich sage nur, das stelle ich mal fest. Und von daher im Umkehrschluss denke ich, ob nicht manches der Mittel, die wir dann nachträglich mühsam in Projekte investieren, um jungen Menschen dann die Chance zu geben, ob die nicht vorher im schulischen Alltag eigentlich investiert gehörten, damit sie dort organisch als Teil der schulischen Qualifikation aufgenommen werden. Also genau. Genau das passiert ja auch schon in den Schulen. Also es ist ja nicht so, dass das nur schwarz und weiß ist. Man kann darüber streiten, ob es im genügenden Maße passiert. Aber genau das passiert in Schulen. Wir haben, die Programme sind eben angesprochen worden. Wir haben im Saarland zum Beispiel eine dualisierte Form des Berufsvorbereitungs- und Grundbildungsjahres. Das heißt, die Jugendlichen kommen in das System, berufliches Bildungssystem, auch wenn sie noch keinen Ausbildungsplatz haben, und werden sozusagen ganz persönlich haben die Möglichkeit, sich über viele Monate hinweg in einen Betrieb auch einzuarbeiten, sich dort auch zu bewähren, zu präsentieren, und über 70% dieser Jugendlichen erhalten sofort auch einen entsprechenden Ausbildungsvertrag. Und die Erfahrung ist in der Tat, dass dieses Wegkommen vom rein schulischen und sozusagen diese praktische Erfahrung, auch das, was Andreas Storm vorne gesagt hat, dass das diese Erfolgsmischung ist. Dazu ist es aber notwendig, dass sie dieses Thema auch miteinander in Beziehung bringen. Und ich habe im Bundesrat das Bundesratsverfahren zum Thema Hartz-IV-Sätze für Kinder miterlebt. Und da ging es ja um den Ansatz, schaffen wir einen Sozialraum, in dem Schule und etwa Jugendbehörden zusammenarbeiten. Und ich kann Ihnen nur sagen, da ist eine mittlere föderale Katastrophe losgebrochen, als zum einen dann auf einmal der Bund von den Ländern zurückgewiesen wurde, das ist Schule, das geht dich nichts an, und umgekehrt. Also es liegt nicht nur am mangelnden Willen sozusagen der Schule oder der Kultusbehörden, es gibt da wirklich auch noch Hürden, und vor allen Dingen dürfen wir nicht so tun, als ob es in dem Punkt überhaupt noch keine Ansätze gibt. Da wächst ein System zusammen, und dieses Bewusstsein, dass sich Kinder und Jugendliche in einem Sozialraum bewegen und dass gefälligst alle Akteure in diesem Sozialraum verpflichtet sind, zum Wohl dieser Kinder und Jugendlichen zusammenzuarbeiten, das ist es, was wir nach vorne bringen müssen. Wir haben im Saarland ein sehr erfolgreiches Modell der Schoolworker. Das sind Sozialarbeiter, die zur Hälfte an den Schulen sind, zur Hälfte sozusagen in der offenen Jugendarbeit. Als das begonnen hat, das war ein mittlerer Kulturschock. Die Lehrer haben gesagt, bleib uns weg mit Sozialarbeitern, was hat das mit der Schule zu tun? Und die Sozialarbeiter haben gesagt, was sollen wir die Arbeit der Lehrer machen? Heute ist es so, dass das überhaupt keine Frage mehr ist. Jede Schule sagt, wir bräuchten noch mehr Sozialarbeiter, und die Jugendbehörden sind froh, dass sie den unmittelbaren Kontakt in die Schule hinein haben. Also diese Grenze, diese Barrieren, die sich auch die Einzelnen setzen, die zu durchbrechen, da sind wir auf dem Weg, und da müssen wir noch ein ganzes Stück wesentlich massiver vorangehen, damit die Hilfe wirklich bei dem Jugendlichen ankommt und nicht in irgendwelchen Behördenstreitigkeiten und Eitelkeiten der Akteure hängen bleibt. Ich würde aber gerne, Herr Prelat, also die Opfer des Schulbetriebes klingt mir etwas zu apokalyptisch. Die Mehrzahl der Problemgruppen, über die wir eben geredet haben, deren Probleme entstehen nicht in der Schule. Sie entstehen zu Hause oder auf der Straße. Und deshalb glaube ich auch, dass man diese Probleme in der Schule alleine nicht lösen kann. Wir geben uns alle möglichen Mühe, mit allen möglichen, ist ja gerade von der Ministerpräsidentin gesagt worden, auch da was zu machen. Ein Problem besteht auch darin, dass ein Teil derjenigen, über die da reden, gar nicht mehr in die Schule gehen, obwohl sie noch schulpflichtig sind. Das sind Probleme, die hat... Darf ich da mal zwischendurch sagen, was macht der Staat dann in so einem Fall? Es gibt eine Schulpflicht in Deutschland. Was machen Sie dann mit denen? Ja,
Oder mit den Eltern besser gesagt. Ja, das geht erstmal so, dann kommt irgendwann die Polizei, die guckt danach und die stellt dann fest, dass weder die Eltern ansprechbar sind, noch irgendwie der Schulpflichtige zu Hause ist. Das machen sie zweimal und das war's dann. Also es gibt Situationen, sie können die Schulpflicht nicht mit ordnungsstaatlichen Mitteln auf Dauer durchsetzen. Das sind junge Leute, die auf eine schwierige Bahn in ihrer Entwicklung gekommen sind und die wir irgendwie zurücknehmen müssen, denen wir auch den Glauben an die Gesellschaft zurückgeben müssen. Das muss auch in der Schule stattfinden. Ich finde, es gibt in der Schule zwei große Aufgaben, die wir haben. Das eine ist, dass wir mehr Ganztagsangebote und Betreuung brauchen. Das hat Herr Rach eben angesprochen, weil viele, oftmals beide Eltern berufstätig sind, sein müssen. So, und das zweite Thema ist, dass nach unserer Auffassung die Zeit der Schulstrukturdebatten vorbei ist und wir uns um mehr individuelle Förderung und mehr Qualität im Klassenzimmer kümmern müssen, damit uns auch da so wenige wie möglich verloren gehen und die Möglichkeiten, die wir da haben, auch nutzen können. Der Rest ist wirklich Arbeit, die besteht darin, Leute den Hauptschulabschluss nachmachen zu lassen, Angebote dafür vorzuhalten, gibt es ganz, ganz viele, ihnen Orientierung zu geben, nach der Schule in eine Ausbildung zu gehen oder überhaupt irgendeine Ausbildung, wo auch immer, in Angriff zu nehmen, sie dann auch zu begleiten in der Ausbildung, das abzustimmen mit den Unternehmen, den Kammern, die dafür zuständig sind. Also nur irgendwie mit der Schule alleine wird es nicht gelingen und ich glaube auch nicht, dass die Probleme, die die jungen Leute haben, auf der Schule wirklich in den Griff zu kriegen sein werden. Wir können etwas mehr Leitplanken geben, aber das geht vor allen Dingen auch in der Zeit danach, wenn die Schule vorbei ist, mangelnde Orientierung, den Mut zu haben, das hat ja auch eben Herr Rach angesprochen, sind ja teilweise junge Leute, die trauen sich das gar nicht mehr, die sind solche Outsider in unserer Gesellschaft, dass sie sagen, ich kann mich da gar nicht hinstellen, ich schaffe das nicht, mach das nicht mehr. So, und deshalb, also man muss etwas über die Schule hinausblicken und ich will das auch nochmal sagen, wir werden in der Schule, die Schule hat ja nicht nur was damit zu tun, dem Arbeitsmarkt arbeitsfähige Kräfte zu vermitteln, da gibt es ja noch ein paar andere Geschichten, die auf der Schule vermittelt werden sollen, dass Leute ein einigermaßen selbstständiges Leben führen können, etwas Selbstbewusstsein durchs Leben gehen. Das gehört alles dazu, aber man darf die Schule auch nicht überfrachten mit diesen Aufgaben. Schulen können das nicht und es gibt so viele Programme, Begleitprogramme, die man dafür nutzen kann. Also so ganz so schlimm, dass man von Opfern des Schulbetriebes spricht, finde ich, ist es nicht. Also es geht ja nicht darum, nur auf die Schule das abzuladen. Aber die Schule gehört auch mit dazu. Wenn Sie den Anteil gucken, in dem junge Menschen in der Schule sind, dann muss ich die Schule mit reinnehmen. Und ich glaube, es geht auch nicht, einfach nur einen schwarzen Peter zuzuweisen. Aber natürlich, das, was Sie sagen, Schulsozialarbeit, das ist mühsam. Dort, wo es dann eingeführt und gelingt, hat es hervorragende Ergebnisse. Nur Sie wissen selber, wie schwierig es ist, in vielen Ländern tatsächlich dann auch die Finanzierung hier auf den Weg zu bekommen. Und ich denke, in der Frage nochmal, wenn es so viele Schulverweigerer gibt, es ist ja nicht nur ein individuelles Problem. Es muss ja auch die Frage erlaubt sein, wie wird der Schulalltag so gestaltet, dass junge Menschen, vor allem, weil es ja dann interessant ist, wenn sie dann in einer Ausbildungsstelle sind, dann sind sie plötzlich, jedenfalls ein Teil, hoch motiviert und engagiert dabei. Also nochmal, mir geht es nicht darum, beileibe nicht, nur auf die Schule abzuladen, aber ich denke, die Schule gehört mit dazu als ein Lebensraum von jungen Menschen, der große Zeitressourcen in Anspruch nimmt und deswegen muss die Schule mit dazu in das Gesamtsystem. Und ich bin voll bei Ihnen, Frau Kramp-Karrenbauer, wo es um vernetzte Systeme gilt. Und da gehört eben die Schule, da gehören die Ausbildungsstellen, da gehört auch die freie Wohlfahrtspflege mit dazu, die Angebote hat und die familienunterstützenden Dienste. Und dort, wo die zusammenarbeiten, dann glaube ich, kann auch was positiv. Und ein letztes, für die Finanzierung ist ja auch ein Teil des Kooperationsverbots zwischen Bundes- und Landesprogrammen. Auch das ist in der Weise nicht hilfreich. Wenn das überwunden wäre, dann hätten wir auch andere Finanzierungsmöglichkeiten. Also ich glaube, das muss man dann schon auch mit reinnehmen. Deswegen wird das ja im Moment gerade im Bundesrat auch behandelt, was das Kooperationsverbot anbelangt, was die Schulverweigerer anbelangt, um bei dieser Gruppe mal zu bleiben. Natürlich sind die polizeilichen Mittel begrenzt und ich kann mir auch keine Situation in Deutschland vorstellen, wo jetzt massenhaft Polizei auf der Straße ist, die sozusagen Eltern oder Schüler verhaftet, weil die nicht in die Schule gehen. Aber hier sitzt die Innenministerin, die war im früheren Leben mal Landrätin des Kreises Saarlouis und die haben ein sehr intelligentes, vernetztes System entwickelt, Frühwarnsystem mit der Polizei, mit den Behörden, wo es insbesondere um die Schulverweigerer geht. Nur an einem Punkt will ich auch einhaken. Diese
weil auch das wieder so als Vorwurf ein bisschen durchging, und ich will hier einfach mal ein bisschen die Lanze für die Kolleginnen und Kollegen der Schule brechen, so diese Vorstellung auch, dass das Schulsystem und der Schulalltag ist dafür verantwortlich, wenn jemand die Schule schmeißt. Jeder von uns ist zur Schule gegangen und jeder weiß, da gab es schöne Momente und es gab auch jede Menge Tage, wo man gedacht hat, heute lieber zu Hause und im Bett bleiben. Und das Gleiche bildet in der Ausbildung so, das wird der Christian Rach bestätigen, das Gleiche ist im Berufsleben so. Das, was die Grundvoraussetzung ist, ist, dass wir den Menschen, ob jung oder alt, auch nochmal deutlich machen, dieses Leben besteht nicht nur aus Spaß und es gibt auch Durchstrecken und über die Durchstrecken muss man auch durchkommen. Und auch das lernt man in einer Schule und da kann ich kein Schulsystem bauen, das sozusagen nur just for fun etwas vermittelt, denn spätestens, wenn die dann beim Realitätsschock im Ausbildungsbetrieb ankommen, wenn zum ersten Mal zum Meister sagen, ne, ist ganz schön hier, aber heute irgendwie keine Lust, dann bricht sozusagen die Realität über die herein und dann haben wir nämlich auch Abbrecherquoten, worüber wir uns dann Gedanken machen müssen. Also das gehört ein Stück weit auch dazu und das will ich an der Stelle auch nochmal ganz deutlich sagen. Also ich wollte den Abend nicht sozusagen in eine Bildungsdiskussion umfunktionieren, ich glaube, es ist deutlich geworden, dass die Schulbildung schon ein wesentlicher Teil der Problematik ist. Aber halt, Sie haben ja eine ganze Menge Programme in Ihrem Etat, das sind die staatlichen. Und wir haben gehört, Herr Rach ist ein tolles Beispiel dafür, dass es eben auch sehr viele private Initiativen gibt, also sehr viele Einzelfälle. Mangelt es in gewisser Weise auch an einer Vernetzung dieser Systeme, will ich das jetzt mal nennen, und an einem Erfahrungsaustausch, könnte man sozusagen mit einer Art konzertierten Aktion vielleicht das Ganze noch ein bisschen effektiver und damit erfolgreicher machen? Also man kann Dinge immer effektiver und erfolgreicher machen. Es juckt mir natürlich zum Thema Schule noch einiges zu sagen, aber ich will es nicht überfrachten. Ich will nur ein gutes Beispiel aus Nürnberg nennen. Da steht die Polizei am Flughafen, eine Woche vor den großen Ferien und eine Woche danach, und guckt, welche schulpflichtigen Kinder denn vergessen haben, wann die Ferien beginnen und auch vergessen haben, wann wieder die Schule beginnt. Und das ist eine erzieherische Maßnahme, ich kann Ihnen verraten, die wirkt. Und die hat sich in Nürnberg rumgesprochen und da ist eine gewisse Ordnung zumindest bei diesem Thema. Das ist schon mal nicht wertvoll. Bezahlt ja nicht der Flughafen. Zweiter Punkt. Ich glaube, wir tun uns auch in der Schule leichter, wenn die Kinder eine Orientierung haben. Ich will in meinem späteren Leben meinen Lebensunterhalt durch eigene Arbeit verdienen. Wenn diese Orientierung da ist, funktioniert auch ein Stück weit die Schule. Nur wir haben leider das Problem, dass es viele Elternhäuser gibt, in denen es die Orientierung nicht mehr gibt und die sich nicht auf die Kinder überträgt. Ich war neulich bei einer Gruppe von Alleinerziehenden, die jetzt im Alter zwischen 25 und 35 nochmal eine Ausbildung machen. Ungelernte junge Frauen, die jetzt eine Ausbildung machen. Und der Bildungsträger erzählte mir einen ganz interessanten Punkt. Er sagt, nicht nur die Mütter sind fleißig bei der Ausbildung, die Schulleistungen deren Kinder, alleinerziehende Frauen, die Schulleistungen der Kinder verbessern sich. Weil das Kind sieht, die Mutti lernt hart, vielleicht ist es auch wichtig für mich, mich um Schüler und Lernen zu kümmern. Also Eltern sind, sofern vorhanden, für die Kinder im Guten wie im Schlechten Vorbilder. Und auch bei der Berufswahl und bei allen anderen Themen. Oder um vielleicht noch ein anderes Beispiel zu nennen, ich habe Bildungsträger erlebt, die schwierigen Jugendlichen aus schwierigen sozialen Verhältnissen in Betrieben Arbeitnehmer vermitteln, bei denen sie ein Wochenende verbringen können. Um mal eine normale deutsche Familie zu erleben, dass man morgens frühstückt, dass man sich über den Tag unterhält, dass man ein Wochenende plant, dass man am Tisch spricht, dass es auch mal was Warmes gibt. Also es gibt schon ganz einfache Möglichkeiten und man hat diese Paten problemlos gefunden, die gesagt haben, natürlich kann der junge Mann, die junge Frau zu uns mal ein Wochenende kommen und mit uns mal ein Wochenende das Programm mitmachen. Und ich glaube, das sind auch Hilfestellungen. Nun zu den vielen Programmen. Ja, wir sind, glaube ich, schon versucht, manchmal des Guten etwas zu viel zu tun. Und ich treffe auch arbeitslose Jugendliche, die haben so viel Betreuer, dass sie mit der Terminkoordination ihrer Einrichtungen... Ja, ich habe neulich in Solingen einen jungen Mann getroffen, der hat gesagt, ich habe 7 Menschen, die sich um mich kümmern und das ist schon Stress. Die muss ich irgendwie koordinieren. Jetzt habe ich überhaupt nicht den Ehrgeiz oder den Anspruch zu sagen, das kann man alles morgen viel einfacher machen. Wir haben, und ich glaube, damit müssen wir auch leben, einen sehr ausgebauten, sehr
fortschrittlichen Sozialstaat, der auch seine guten Seiten hat und den wir nicht von heute auf morgen völlig vereinfachen können. Und ich arbeite natürlich hart an dieser DIN A4-Seite. Ich bin dran, ich arbeite hart dran. Nein, was brauchen wir? Ich glaube, wir brauchen auf der einen Seite sicher das gute Vertrauen eines Unternehmers, wenn er sich um schwierige Integrationsfälle bemüht, dass der Staat und seine Institutionen für ihn die Programme raussuchen, die ihnen helfen, diese Menschen in Ausbildung und Arbeit zu bringen und sie erfolgreich zu bringen. Das Vertrauen muss da sein, das ist auch in der Regel da. Auf der anderen Seite haben wir es mit jungen Menschen zu tun, die in ihrem häufig relativ kurzen jungen Leben noch mit dem Staat und seinen Institutionen nicht gerade die brillantesten Erfahrungen gemacht haben. Und denen das Gefühl zu vermitteln, wir arbeiten vertrauensvoll zusammen, wir suchen gemeinsam einen Weg, wir gehen vielleicht auch anständig und nicht mit Drohungen und Sanktionen miteinander um, ist sehr schwierig, weil viele denken, jetzt hat der Staat den letzten Trick erfunden und tut noch so, als wollte er aus mir was machen. Also Jugendliche dafür zu gewinnen, Vertrauen zu haben zu den Institutionen, die sich um sie bemühen, ist nicht ganz einfach. Und wir sind derzeit ja in gemeinsamen Einrichtungen, Jobcenter, und wir erleben dort, dass wir gemeinsam mit Kommunen zunehmend versuchen, die Angebote für junge Leute nicht nur zu bündeln, sondern sie vielleicht auch noch in einer Immobilie, in einem Haus unterzubringen. Und der Jugendliche geht in dieses Haus und er weiß, mein Hilfeangebot, das der Staat mir zur Verfügung stellt, finde ich in diesem Haus. Wie wir Behörden das dann hinterher in welches Sozialgesetzbuch sortieren, dafür haben wir ja ein bisschen juristischen Sachverstand, das ist leistbar. Aber der Jugendliche sollte zunächst mal vorne empfinden, der Staat gibt mir ein ganzheitliches Angebot, das auch miteinander abgestimmt ist. Nicht das Jugendamt hat die Idee, die Arbeitsverwaltung hat jene Idee und der Bewährungshelfer hat nochmal eine andere. Wir brauchen für den Jugendlichen schon das Gefühl, Staat hat die gleiche Idee und alle arbeiten am gleichen Werkstück mit dem gleichen Ziel. Dann ist es auch überzeugend, dann sind die Leitplanken auch da, an denen Jugendliche sich orientieren können und die Gefahr, dass sie ausbüchsen, ist etwas geringer. Natürlich würde es mich auch freuen, Herr Rach, wir hätten etwas weniger Vorschriften und so weiter, nur es gibt ja Menschen, die behaupten ernsthaft, die Deutschen hätten so genetisch ein bisschen Gerechtigkeitskrankheit in ihren Genen, da ist vielleicht was dran. Unser normaler Bescheid im Rahmen von Hartz IV ist 25 Seiten, die Kollegen in Belgien machen es auf einer Seite. In Belgien sind auch noch relativ friedliche Verhältnisse, nur wir sind sehr einzelfallgerechtigkeitsorientiert. Wir haben Gerichte, die sich sehr mit Einzelfällen und Gerechtigkeit auseinandersetzen. Wir haben fleißige Parlamente, die gute Ideen immer wieder in Gesetze gießen. Es ist schon für den, der sich nicht täglich... Herr Alt, jetzt muss ich ja schon wieder beim Wort nehmen und letztendlich die Politiker auch. Wenn man das wirklich schaffen würde, mit dem ganzen juristischen Sachverstand in die Hinterräume zu ziehen und ein Haus zu haben, wo man das bündelt, ich glaube, dann hätte man schon einen riesigen Schritt getan, weil es eine Anlaufstelle gibt, vielleicht noch in die zweite oder dritte Etage zu gehen. Aber das wäre schon ein riesiger Fortschritt. Und wenn wir sowas aus so einem Gespräch anregend bei Ihnen in der Bundesagentur, bei Ihnen in der Ministerpräsidentenkonferenz oder Kultusministerkonferenzen, wenn man das anregt und sagt, hey Freunde, unabhängig der Parteikouleur, lass uns doch das als gemeinsames Ziel formulieren, dass wir zumindest mal von der Örtlichkeit her die Dinge so vernetzen, dass sie in einem Haus stattfinden. Das wäre schon ein ganz großartiges Ergebnis. Also ich lade ein, in Nürnberg haben wir ein Haus, wir haben es auch noch ein paar andere Städte, wir müssen mal gucken, in Hamburg werden wir es demnächst auch haben als Jugendberufsagentur und in Nürnberg, die Kollegen hatten auch eine ganz pfiffige Idee, da werden die Jugendlichen, die Hartz-IV-Leistungen beziehen, von Jugendlichen empfangen, die auch diese Leistungen beziehen und die sortieren dort das Publikum und von den Vieren, die das im letzten Jahr gemacht haben, haben wir jetzt 3 in Ausbildung übernommen, weil sie so viel gelernt haben in diesem Jahr. Und auch für die Jugendlichen authentisch sind. Da sitzt kein älterer grauer Herr wie ich, sondern da sitzt ein junger Mann, eine junge Frau und sagt, wo hast du dein Problem, um was geht's, wie kann ich dich an die Stelle führen, die dir helfen kann. Und ich glaube, das ist die authentischste Ansprache. Jugendliche helfen Jugendlichen und motivieren sie, etwas Sinnstiftendes zu tun. Das funktioniert ganz gut. Und man kann es organisieren. Es ist kein Kunststück. Also wenn ich das so höre, hat man den Eindruck, wenn wir das alles richtig machen würden und die Jugendlichen ansprechen würden, dann hätten wir vergleichsweise ein geringes Problem. Ich
glaube, so aus der Erfahrung, was man hört, auch aus Wirtschaftskreisen, ist es ja doch schon ein bisschen anders. Oder in manchen Fällen ein bisschen anders. Das heißt beispielsweise, man unterschreibt Ausbildungsverträge und erscheint dann gar nicht. Oder man macht eine Lehre und unmotiviert bricht man sie ab. Also es gibt ja, so sehr man sich um diese Jugendlichen kümmern muss und auch kümmert, erfolgreich kümmert, gibt es aber offensichtlich ja doch auch eine, ja, wie soll ich sagen, Klientel, eine Gruppe, mit der schwer zu arbeiten ist und die offensichtlich auch nicht daran interessiert ist, möglicherweise, weil sie schon sozusagen in bestimmten Gesellschaften groß geworden ist, wo man ganz gut mit Sozialleistung leben kann oder von Sozialleistung leben kann. Natürlich gibt es die Gruppe, also darum reden wir ja auch hier, denke ich, und auch vorhin die Projekte, die wir nannten, ist ja auch deutlich, dass etwa die Hälfte es gelingt, in den Arbeitsmarkt zu bringen. Das heißt ja, wo ist dann die andere Hälfte? So, also und das zeigt ja aber nur, dass bei der entsprechenden, das Bemühen mit dem Einzelnen den richtigen Weg zu gehen, dass tatsächlich sowas wie Paten, die einen jungen Menschen begleiten, die Möglichkeiten, so jemanden auch in den Arbeitsmarkt zu bringen, nochmal erheblich größer sind. Und es gelingt einfach nicht automatisch, das ist eigentlich die Botschaft. Und aus den genannten Situationen, Familienverhältnissen, die da sind, wo Familie selber keine Zukunft hat, wo ein junger Mensch überhaupt nicht lernt oder wahrnimmt, dass es sich lohnt zu arbeiten, das sind ja alles Folgen davon. Also von daher, glaube ich, geht es nicht darum, was schön zu reden, sondern nur die Beispiele zeigen, dass es sich lohnt, sich da zu engagieren, dass die Projekte, dass die Mittel notwendig sind. Und ich fände diese Idee, die jetzt hier war, nochmal das in einem Haus oder mindestens eine Anlaufstelle deutlich zu machen, und die Verantwortlichen haben die Aufgabe, die Vernetzung hinzukriegen. Aber dass der Einzelne weiß, da wird sich um mich gekümmert, da ist jemand da, und das hat schon auch was mit Nachgehen und mit ja, jemanden nicht aufgeben zu tun. Das glaube ich schon. Und darum nochmal, was ich vorhin sagte, ist keine Sozialromantik, das ist harte Arbeit, da hinter solchen jungen Menschen herzusehen, zu gehen, die es aber für sich verdienen, dass man es tut. Und nochmal, angesichts der demografischen Entwicklung kann sich eine Gesellschaft nicht erlauben, jedes Jahr zehntausende junge Menschen einfach abzuschreiben. Also ich glaube, das funktioniert schon nicht schlecht, und wir dürfen die deutsche Jugend nicht schlecht reden. Der weit überwiegende Teil der deutschen Jugend funktioniert gut. Und wir hätten auch, das darf man auch nicht vergessen, selbst bei Vollbeschäftigung immer um die 200.000 arbeitslose junge Leute, die eben im Wechsel sind zwischen Schule und Ausbildung und zwischen Ausbildung und erster Beschäftigung. Also selbst bei Vollbeschäftigung gibt es diese 200.000 Arbeitslosen. Wir sind derzeit bei 300.000. Man kann sagen, die strukturelle Herausforderung sind 100.000. Will man noch eine andere Zahl nennen? Wir haben ganze 78.000 Jugendliche in Deutschland, die länger als ein halbes Jahr arbeitslos sind. Das sind die, um die ich mir wirklich Sorgen mache und wo wir ansetzen müssen. Der Rest, der im Übergang ist von einer Schwelle in die andere, der mag mal für 2-3 Monate aus dem System draußen sein, ist aber auch schnell wieder drin. Wir erleben das jedes Jahr, wenn die Prüfungen gemacht werden im Sommer. Natürlich wird nicht jeder Koch von dem Betrieb, der ihn ausgebildet hat, eingestellt. Natürlich findet nicht jede Restaurantfachfrau dort ihren Arbeitsplatz. Aber die qualifizierten Leute sind, wenn der Sommer rum ist, auch wieder in Ausbildung und Beschäftigung. Das ist nicht die große Herausforderung. Aber um die 80.000, die wirklich aus strukturellen Gründen, weil sie benachteiligt, Migrationshintergrund und so weiter, da lohnt es sich, und da lohnt es sich auch, jeden Ansatz zu fahren und jeden Partner zu suchen. Wir arbeiten zusammen mit dem DOSB, mit dem DFB, mit mutigen Köchen. Wir suchen wirklich jede Partnerschaft, um Jugendliche dort zu packen, wo sie ihre Interessen haben, und sie über diese Interessen wieder zurückzuführen zu Ausbildung und Bildung. Wir sollten vielleicht auch dem einen oder anderen Jugendlichen, der 10 Jahre Schule als Folter empfunden hat, mal die Chance geben, andere Welten, andere Gegenden kennenzulernen, mal ein freiwilliges soziales Jahr zu machen, Vögel zu bringen auf Helgoland und was es da für schöne Dinge gibt. Der muss auch mal Luft nehmen können und vielleicht mal wieder eine andere Idee, einen anderen Zugang zu Bildung finden. Für uns hier im Saal ist Bildung ja ein tolles Thema. Ich erlebe Jugendliche, die entwickeln massive Fluchtreflexe, wenn sie das Thema Bildung hören, weil sie mit diesem Begriff keine schönen Erlebnisse verbinden. Und denen wieder die Sehnsucht nach Bildung zu vermitteln, geht häufig auch nur mal über ein Stück zurücknehmen, Luft nehmen, einen anderen Zugangsweg finden, wie der Schreiner, den Sie genannt haben, sehen, es gibt etwas, für das sich Bildung lohnt, dann funktioniert es auch wieder. Und ein paar Jugendsünden, sind wir ehrlich, haben wir doch alle begangen. Deswegen sollten wir vielleicht die heutige Jugend auch sagen, eine Sünde ist erlaubt, und dann kommt man wieder auf den rechten Weg zurück. Also wir haben jetzt, glaube ich, eine ganze Menge Probleme angeschnitten, Probleme bezeichnet, auch den einen oder anderen Lösungsansatz aufgezeigt.
Ich schließe nicht aus, dass im Publikum sich so die eine oder andere Frage aufdrängt oder der eine oder andere vielleicht auch aus seinen Erfahrungen etwas beitragen will. Sollte das der Fall sein, dann würde ich um entsprechende Meldung bitten und vielleicht auch den Adressaten gleich mit dazu benennen. Da ist der Erste. Vielleicht nachher die Dame, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche nochmal. Ich glaube, Sie waren die Dame aus dem Landkreis, wo war das, irgendwie im Saarland, die so große Erfahrung hat, nicht? Wenn Sie vielleicht auch ein bisschen was von dem noch erzählen, was Sie selber gemacht haben, das könnte auch noch ein interessanter Beitrag sein. Aber zunächst der Herr mit seiner Frage. Ich würde nur drei Punkte anbringen. Ich glaube, dass oft die Jugendlichen gehen in ein Lehr, ohne zu wissen, ob das denen gefällt oder nicht. Und die brechen oft das ab, weil das denen nicht gefällt. Der zweite Punkt ist, ich glaube auch, ich bin Arbeitgeber, ich aber auch Lehrling, aber ich glaube, dass manche Arbeitgeber müssen auch selber zur Schule wieder gehen. Ich habe letzte Woche, nicht weit, das ist Freitag, ich habe ein Mädchen bei mir gehabt, die hat die Lehre abgebrochen bei einem Arbeitgeber, weil wenn sie nicht da war, wenn sie krank war und ist ein bisschen labile, man hat hier die Dokumente auf den Tisch gelegt, nicht erklärt, wie das geht oder so, aber so gelegt. Ich habe die jetzt genommen. Werden wir sehen, was kommt. Und das Dritte ist, man müsste vielleicht das, was Sie angesprochen haben, eine Art Präsentation von den verschiedenen Berufszweigen. Wir machen das in Saarland auf ein anderes Niveau mit Abivastan. Aber das müsste noch mehr gemacht werden. Die Frau Ministerin weiß, die Frau Präsidentin weiß, was ist Abivastan. Wir machen das auf Privatbasis auch und das bringt seine Sache. Wir haben sehr viel Arbeitgeber, die da kommen. Und letztes Jahr haben wir 14.000 Schüler, die da gekommen sind, innerhalb von 2 Tagen. Vielen Dank. Also es ist eine ganze Menge überall zu machen. Würden Sie, Sie waren noch die Dame, nein, die Innenministerin, meine ich doch, ja. Entschuldigung, ich komme nicht auf den Saal, sehen Sie mir bitte nach. Aber wichtiger ist in diesem Falle, dass Sie uns ein bisschen von dem erzählen oder sagen, was Sie erfolgreich machen. Ja, es ist natürlich so, herzlichen Dank, dass ich das mitteilen darf, dass in den Landkreisen, dort wo auch für die Schulen Verantwortung getragen wird, für die weiterführenden Schulen, natürlich das Potenzial sichtbar ist. Und Herr Alt, wir haben sehr eng zusammengearbeitet. Wir wussten, nachdem die Landesregierung, damals der ich nicht angehört habe, aber in Verantwortung des Landkreises, 210.000 Einwohner, 31 weiterführende Schulen, dass zu spät ist, wenn man dort ansetzt. Und die Landesregierung hat gesagt, wir richten eine Stelle ein, landesweit, frühe Hilfen, keiner fällt durchs Netz. Und das ist genau das, was die Ministerpräsidentin sagt, dass wir auch natürlich Familien vorfinden, wo wir wissen, dass die Familien sich selbst, Mutter und Vater oder Lebensgefährten nicht für sich selbst sorgen können und somit auch wir die Sorge gesehen haben um die Kinder, die in den Schulbetrieb hineinwachsen. Das war gut, das ist angesiedelt in den Gesundheitsämtern. Die Landesregierung hat gesagt, wir brauchen dort Hebammen, die die Mütter mit begleiten. Also wir fangen praktisch schon an, wenn das Kind noch im Mutterleib ist. Und dort haben wir natürlich auch gesehen, dass in den Familien Potenzial ist, dass wir anpacken müssen. Und dass wir dafür Sorge leisten müssen, dass die Kinder, die dann in den Kindergarten, in die Kinderkrippen, in die Tagesbetreuung gehen und dann in die Schule, letztendlich auch weiter versorgt werden müssen. Und das ist eigentlich das Schlimme, was mich so berührt, auch als Mutter insgesamt, dass wir sehen, dass es einfach an der einen oder anderen Stelle mit angepackt werden muss. Und wir das einfach nicht mehr nur anderen überlassen können. Und soweit haben wir das dann weitergemacht, indem wir dafür gesorgt haben, dort anzupacken, wo notwendig ist, sind dann in die Schulen hereingegangen und haben dort uns damals zur Verfügung gestellt, Herr Alt, als bundesweit die Agentur für Arbeit gesagt hat, ihr könnt euch bewerben mit einem Projekt, in dem wir sagen, wie helfen wir Jugendlichen, die auf der Straße sind, nochmal Bewegung reinzukommen, sie zu allen Dingen zu motivieren, dass man morgens aufsteht,
dass man sagt, wir gehen sie auch abholen nach Hause, nicht mit Gewalt und Polizeigewalt, aber wir sind da für euch, wir bringen euch zur Arbeit und auch wenn sie weglaufen, wieder hingehen. Und wir haben damals ein Programm gestrickt mit allen zusammen, mit der Kirche, mit den Kammern, mit dem Landkreis, mit dem Land, also alle Stellen, die etwas bewegen konnten und haben dafür gesorgt, dass wir Jugendliche unter 25 Jahre, so haben wir es damals bezeichnet, nicht länger als 3 Monate in der Arbeitslosigkeit belassen. Wir haben uns bundesweit beworben und haben damals auch den, das war wie bei der Oscarverleihung, nicht nur einen sehr guten vorderen Platz belegt, sondern wir haben es geschafft, diese Jugendlichen auch mit unseren Wohlfahrtsverbänden, das muss man ja auch dazu sagen, bei der Stange zu halten. Dass wir gesagt haben, Arbeit kann Spaß machen. Und das ist das Hauptziel und das war, ist, ja, jetzt könnte ich 3 Stunden über viele Programme reden, das nützt ja nichts. Aber das Wichtigste, wenn ich das noch sagen darf, ist den jungen Leuten zu vermitteln, dass Arbeit nicht nur müde macht, sondern auch Freude. Vielen Dank. Da ist genau im Licht, da ist eine Dame, glaube ich, die sich gemeldet hat, nicht? Hinten, ja, bitte. Schwester Lea Ackermann, ich kümmere mich um Migranten und ich sehe noch ein ganz anderes Problem. Wir haben zurzeit ein junges Mädchen von 17 Jahren, die ist 2 Jahre im Asylantenverfahren gewesen, ist immer noch nicht klar, ob sie hier bleiben darf und darf während dieser 2 Jahren in keine Schule gehen und darf keine Sprache lernen. Und dann plötzlich von heute auf morgen der gute Erfolg, sie kann hier bleiben und sie kann nichts. Und sie hat sich 2 Jahre daran gewöhnt, dass sie auch leben kann, auch wenn sie gar nichts macht. Das ist ein ganz großes Problem und ich bitte die Politik und alle, die da was zu sagen haben, darüber nachzudenken, dass Jugendliche oder Kinder von Asylanten, deren Aufenthaltsstatus nicht geregelt ist, dass sie trotzdem in die Schule gehen dürfen und sich weiterbilden dürfen, dass sie nicht nach Jahren plötzlich dastehen und überhaupt nichts gelernt haben, keine Chance haben. Also ich kann das nur fürs... kann das nur für Saarland sagen, dass das bei uns möglich ist, nicht nur möglich ist, sondern die Regel ist, bei uns wird sozusagen jedes Kind beschult, auch die, deren Eltern sozusagen einen illegalen Status haben, auch die Berufsausbildung ist möglich, es kann später das Problem sein mit der Arbeitsaufnahme und dem sozusagen den aufenthaltsrechtlichen Status, den man hat. Aber auch da ist im Zuge der diversen Bleiberechtsregelungen, die es gab, ja auch extra gesagt worden, auch dieses Recht wird eingeräumt, damit eine Familie, die sich sozusagen auch selbst versorgen kann, auch anschließend das Recht hat, hier zu bleiben. Also insofern für unser Bundesland ist das nicht das Problem, sondern wir wollen schon schauen, egal ob die jungen Menschen dann nachher in Deutschland bleiben oder ob sie wieder in das Herkunftsland zurückgehen, dass auch wenn sie zurückgehen, sie sozusagen eine Ausbildung und Kenntnisse und Fähigkeiten und einen Beruf dann auch mitnehmen können. Das ist bei uns so geregelt. Und wenn das nicht in allen Bundesländern der Fall ist, dann muss man beim konkreten Fall nachgehen und nachhören, warum das dort so ist. Herr Maas, möchten Sie auch noch etwas dazu sagen? Oder also ich kann das nur vollumfänglich bestätigen. Ich habe nicht verstanden. Nee? Okay. Ja, Sie kommen gleich dran, dann möchte ich eine Anmerkung machen. Diese Veranstaltung wird ja auch im Internet übertragen und wir haben hier 2 Anfragen und die möchte ich einfach mal dann hier weitergeben in die Runde. Und zwar ein Florian, wenn ich das richtig lese, fragt, wird der Ausbau von Schoolworkern, also Schulbetreuern, im Saarland weiter ausgebaut, nee, angestrebt, also ausgebaut? Also im Moment haben wir, ich schaue gerade auf den Bildungsminister Wenz und auf das Sozialministerium, wenn es nach den beiden Kollegen ginge, auf jeden Fall, wenn es nach mir ginge auch, aber man muss ganz offen und ehrlich sagen, wir haben im Moment alle Hände voll zu tun, dass wir das Programm, das wir haben, weiter finanzieren können. Wir unterliegen ja der Schuldenbremse, den Haushaltsrestriktionen und der Aufsicht. Aber wir haben gesagt, das, was wir aufgebaut haben, das wollen wir auf jeden Fall erhalten. Da soll auch nichts weggespart werden. Aber man muss realistischerweise sagen, alles, was noch draufkommen sollte, stellt uns vor enorme Probleme. Im Moment haben wir eher damit zu kämpfen, dass wir das, was wir an Strukturen haben, auch halten können.
Also wir müssen den Finanzminister fragen. Wo ist der denn? Finanzminister sind meist nicht da, wenn es um heikle Diskussionen geht und ums Geld geht. Okay, jetzt beklagen Sie auch immer, dass Sie das auszahlen müssen, was die anderen Minister vereinbaren. Also das ist auch eine alte Erfahrung. Gut, ein Jonas fragt, wie kann man Unternehmen dazu anregen, sich ähnlich wie Herr Rach an solchen Jugend, um solche Jugendlichen zu kümmern? Herr Rach, was machen Sie mit Ihren Kollegen? Ja, das ist genau das Schwierige. Deswegen glaube ich, lief die Diskussion auch ein bisschen falsch. Also wir haben jetzt nur über die staatlichen Maßnahmen geredet und die Frage, warum mache ich das in den Medien, ist ganz einfach beantwortet, um anderen Unternehmern Mut zu machen, ähnliche Projekte anzugehen. Gerade wenn die Presse, es geht gar nicht um Medienschelte, wenn man das kritisch betrachtet, das kann man, das darf man auch alles kritisch betrachten. Ich frage aber auch immer, hallo, wie viele ehemalige Strafgefangene habt ihr bei euch in der Redaktion? Wie viele ehemalige Hartz-IV-Empfänger habt ihr eingestellt? Das heißt also, und dann ist meistens Schweigen im Walde und ich sage, okay, bitte beantwortet diese Frage mal bei euch im Hause und dann lassen Sie uns über das Projekt weitersprechen. Und wenn wir die Unternehmen dazu brächten, dass sie selbst aktiv, auch die kritischen Unternehmen, die das Ganze, Gott sei Dank, auch alles, was wir tun, kritisch beäugen, dazu bringen, selbst aktiv an dem Geschehen teilzunehmen, dann hätten wir ein großes Problem weniger. Ja. Vielleicht als Ergänzung, ich hatte ja von dem Projekt Perspektive aus Fulda berichtet, wo es ja genau gelungen ist, dass Unternehmen, auch große wie Telekom oder Daimler, daran beteiligen. Und von daher, wenn die ihre Erfahrungen weitererzählen, dann müsste das auch motivierend sein für andere. Und für uns, also als jetzt Caritas oder Wohlfahrtspflege, nehme ich auch das als eine Aufgabe, dass wir auch unsererseits den Schritt auf Wirtschaftsunternehmen, auf Unternehmen hin machen und sie einladen an solchen Projekten gemeinsam. Also da sehe ich eigentlich den Weg und dann Unternehmer zu ermutigen, dass das tatsächlich was bringen kann und dass es vielleicht sogar selber noch was bringt. Also das, wir sind, glaube ich, an so einem Punkt, an dem sich das beginnt zu drehen. Also wir haben im Saarland, wir rechnen damit für dieses Ausbildungsjahr, dass auf 100 Auszubildenden 104 Ausbildungsplätze kommen. Tendenz, die Anzahl der Ausbildungsplätze wird nicht zurückgehen, aber die Anzahl der Bewerber wird deutlich zurückgehen. Das heißt, Unternehmen haben ein massives Eigeninteresse daran, und zwar ein wirtschaftliches Eigeninteresse daran, ihre Ausbildungsplätze zu besetzen. Wir haben im Saarland noch das Sonderproblem, dass aus nicht, für mich nicht nachvollziehbaren Gründen nicht so viele ins Saarland ziehen. Also wir unsere... Also da gibt es noch deutliche Erkenntnislücken im Rest von Deutschland. Aber ist halt nun mal so. Das heißt, die sind halt darauf angewiesen, die können ihre Facharbeiterplätze irgendwie nicht dadurch decken, dass wir bundesweiten oder internationalen Zuzug haben. Sondern die wollen selber ausbilden, denen die Motivation geben, im Betrieb zu bleiben. Und die wissen halt, dass es immer schwieriger ist, die Ausbildungsplätze zu besetzen. Früher war das anders, da sind wir hier alle durch die Betriebe gewandert, haben ermuntert, bildet aus. Das ist heute umgekehrt und es wird sich noch weiter verschärfen. Das ist das Thema Fachkräftemangel, das haben Sie angesprochen. Deshalb glaube ich, ist das eine ganz spannende Zeit. Wir reden auch nicht darüber, hier irgendwelche Beschäftigungsprojekte vollzustopfen. Wir reden darüber, wie wir Ausbildungsplätze am ersten Arbeitsmarkt besetzen können. So, das dreht sich, die Unternehmen sehen das. Es gibt viele Unternehmen, die da mittlerweile unterwegs sind. Wir hatten am Samstag in Saarbrücken eine Ausbildungsmesse in einer riesigen Halle, wo sich Unternehmen vorgestellt haben, Schulen ihre Schülerinnen und Schüler hingeschickt haben. Da mussten die Türen geschlossen werden, weil die Halle so voll war und die jungen Leute nur noch stoßweise reingehen konnten. Also da passiert im Moment was. Herr Rach ist sicherlich ein Vorreiter, der seiner Zeit deutlich voraus gewesen ist. Aber es gibt mittlerweile viele Unternehmen, die das erkannt haben, die genau wissen, das wird noch dramatischer in den kommenden Jahren und sich wirklich darum bemühen, auch junge Leute, die sie möglicherweise vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren, an die sie noch keinen Gedanken verschwendet hätten, zu überlegen, was kann man dafür tun, dass die eine Ausbildung bei mir machen, sie auch abschließen und ich sie anschließend als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin gebrauchen kann. Meine Frage vorhin nach der konzertierten Aktion zielt auch ein bisschen darauf ab, dass gibt es eine Verbindung oder gibt es Brücken, die sinnvoll sind zwischen den Privatinitiativen, da gibt es eine ganze Menge, und den staatlichen. Ich will nur sagen, Sie reden vom Saarland verständlicherweise, ich weiß von Berlin, ist neulich hat die IHK den Franz von Mendelssohn-Preis verliehen,
Das sind, haben sich Berliner Unternehmen beworben, die sich sozial engagieren. Und da war also ganz stark gerade auch die Förderung und Heranziehung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund das Ziel, um sie sozusagen für die Wirtschaft tauglich zu machen. Und von Unternehmerverbänden hören Sie mehr und mehr, die schauen weniger auf die Zensuren, also auch schon, aber nicht mehr so stark, sondern auf handwerkliche Fähigkeiten, weil sie, Herr Marsch sprach es an, Sorge haben vor dem Fachkräftemangel. Also die Privaten sind da, glaube ich, mittlerweile ganz stark unterwegs. Und da ist die Frage, gibt es da eben doch vielleicht noch mehr Verknüpfungen mit den staatlichen Förderprogrammen, dass man das nicht auf eine Schiene bringt, aber dass man sich zumindest gegenseitig stützt oder aus den Erfahrungen lernt? Also erstmal den Trend, den Heiko Maas geschildert hat, kann ich nur voll unterstreichen. Das ist so. Die Unternehmen sind derzeit insbesondere bei der Auswahl von Auszubildenden sehr flexibel. Mancher kleiner Handwerksbetrieb schon fast zu flexibel, wo wir sagen müssen, aufpassen. Hier müssen wir helfen, dass der junge Mann, die junge Frau auch tatsächlich die Ausbildung mit Erfolg durchläuft. Denn wir haben ja auch heute noch keine richtig gute Situation. Von 100 Ausbildungsverträgen oder aus 100 Ausbildungsverträgen gewinnen wir 60 Fachkräfte. Das ist noch nicht wirklich gut. Also 80, 90 wäre vielleicht gut. Wir müssen also gucken, dass die jungen Leute gut informiert sind über ihren Beruf. Wir geben jedes Jahr ein Werk raus an jeden Jugendlichen, das heißt Beruf aktuell. Da sind alle Ausbildungsberufe drin und da ist inzwischen auch ein kleines Kryptogramm drin. Die haben ja heute alle die modernen Handys, die jungen Leute. Da kann man sich einen Film runterladen aus dem Buch über den Beruf, damit man sieht, was ist das denn, was dort gemacht wird. Also das macht hoffentlich Jugendlichen Spaß, sich das Filmchen runterzuladen und dann noch den Beruf zu sehen auf dem Handy. Das gibt es alles schon. Ist ein Informationsthema, denn wir sollten wirklich gucken, dass der einen Beruf gewählt hat, auch sicher ist, das ist das, was zu mir passt. Denn das wäre ganz schlecht, wenn man Moden nachhängt oder nur auf Empfehlungen oder sonst irgendetwas macht, sondern wirklich sagt, ich habe mich entschieden für einen Beruf, der etwas bringt. Die Privatwirtschaft ist hier wirklich offen. Wir sollten uns davor hüten. Herr Rach hat die Presse mehrmals angesprochen. Manchmal wird das auch so diffamiert als Mitnahmeeffekt oder so irgendwas. Nein, da steckt in der Regel sehr viel echtes Engagement dahinter und die Personalverantwortlichen, die Unternehmen tun dort auch etwas und das sollten wir loben. Was die Privatinitiativen angeht, ja, wir müssen ihnen ein Stück weit die Welt sortieren, die in vielen Sozialgesetzbüchern normiert ist. Das ist unser Job, unsere Aufgabe und wir sollten diese Initiativen für unsere Interessen nutzen. Denn die Bundesagentur für Arbeit allein oder die Landesregierung oder gemeinsam mit den Kommunen allein werden wir das Problem nicht lösen. Wir brauchen Netzwerke, wir brauchen Unterstützer, wir brauchen ehrenamtliches Engagement. Wir brauchen beispielsweise auch die ausländischen Offiziellen. Wir werden demnächst hier einen Termin in Berlin machen mit den Botschaftern aus Italien, aus der Türkei, aus Russland, die auch die Botschaft vermitteln an die Menschen, die aus diesen Ländern kommen. Eure Kinder müssen eine Ausbildung machen, wenn sie hier integriert werden wollen. Sie müssen die deutsche Sprache lernen und so weiter. Also wir müssen uns all derer bedienen. Es gibt Kolleginnen und Kollegen von mir, die treten in Moscheen auf und werben dort für Ausbildung. Das ist wichtig, damit wir an all den Orten sind, damit wir in einer gemeinsamen konzertierten Aktion oder in einer Form von fürsorglicher Belagerung, die positiv gedacht ist, den Menschen wirklich den richtigen Weg ebnen in Ausbildung und Beschäftigung. Und ich glaube auch gerade für Migranten, wenn es uns gelingt, dass ein Migrant hier eine Ausbildung macht, mache ich mir über die Integration dieses Menschen in die deutsche Gesellschaft keine großen Sorgen mehr. Aber jemand, der außerhalb dieser Gesellschaft lebt, der die Gesellschaft als repressiv empfindet, als Gesellschaft, die ihm keine Chance gibt, der wird sich nicht damit identifizieren und Deutschland nicht als guten Gastgeber oder als ein gutes Heimatland betrachten. Und ich glaube, das ist der Weg, um den wir ringen müssen, gemeinsam mit vielen Privatinitiativen, die unsere Arbeit eine ganz wichtige Ergänzung darstellen. Ja, da ist eine Frage daher, bitte. Achso, da noch. Also ich fange jetzt an, weil ich Besitzer dieses Mikrofons bin. In mehr als 30 Jahren hausärztlicher Tätigkeit habe ich die Wege vieler Familien gesehen. Davon 10 Jahre als Gefängnisarzt und in der Suchtmedizin. Und ich habe auch viele Lehrer krank geschrieben, wobei ich jetzt im Einzelfall nicht sagen will, ob das dann für den Lehrer oder für die Kinder gut war. Aber eine Gruppe ist mir doch aufgefallen, die wurde auch schon erwähnt, das sind diejenigen, die den Schulabschluss haben, dann entweder sofort in irgendeine, ich nenne es jetzt so, minderwertige Leiharbeit reinmarschieren oder tatsächlich eine Lehre beginnen und die Lehre aus irgendwelchen Gründen wieder abbrechen. Und die
möchte ich nicht so nennen, dass die sich aus Bequemlichkeit mit dieser Situation abfinden. Es ist nicht immer Bequemlichkeit. Ich habe morgen in der Berliner Zeitung gelesen, viele ältere Menschen holen sich ihre Sozialleistungen nicht mehr ab. Und ich glaube, bei den jungen Menschen, bei den bis zu 30-Jährigen, sollte man tatsächlich aktiv auf die zugehen und sagen, du hast eine zweite Chance, wir geben sie dir. Und nicht unbedingt nur darauf warten, dass die kommen und sich sie holen. Das wäre mal mein Appell. Dankeschön. Wenn Sie das Mikrofon dann eine Reihe zurückgeben, bitte, der Herr. Ja. Da komme ich gerade auch auf das Thema hin. Ich habe mir oft die Frage gestellt, weil ich selbst auch Hartz-IV-Empfänger war, warum die Sachbearbeiter so schlecht ausgebildet waren. Warum ich immer kämpfen musste, dass da irgendwas bei rumkam, obwohl ich mich als Mensch, als intelligenter Mensch bezeichnen kann. Und gedacht hatte, dass ich mit den Formularen und allem umgehen konnte. Warum sind diese Menschen so schlecht ausgebildet? Wenn die Frage an mich gerichtet ist, ist ja kein kommunaler Kollege oder Kollegin da, dann muss ich die mal beantworten für das Gesamtsystem. Es sind ja Kolleginnen und Kollegen aus den Gemeinden, aus den Kommunen und der Bundesagentur für Arbeit. Und wir haben noch ein paar Kolleginnen und Kollegen aus dem sonstigen öffentlichen Dienst. Wir sind sicher bei Hartz IV zu schnell und zu früh gestartet. Wenn man es nochmal machen müsste, hätten wir vielleicht länger vorher trainiert, um richtig gut zu sein, denn es ist eine der größten sozialpolitischen Herausforderungen, die wir haben. Und da braucht man hochprofessionelle, gut trainierte Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben ein zweites Problem, das kann ich auch nicht verschweigen. Wir haben in den Jobcentern eine relativ hohe Personalfluktuation. Wir schulen sehr viel, aber weil wir viel Fluktuation haben, kommen wir mit der Schulung dieser Fluktuation fast nicht nach. Das hat auch wieder Gründe, die man abendfüllend ausbreiten könnte, will ich hier nicht tun. Aber ich glaube, was wir in die Zukunft betrachtet brauchen, einen stabilen, hochtrainierten, gut ausgebildeten Personalkörper für dieses wichtige Thema, damit es möglichst niemandem so geht, wie Sie es empfunden haben. Da haben wir noch eine Frage. Ja, bitte. Ist da ein Mikrofon? Sonst? Danke. Guten Abend. Mein Name ist Klaus Dienscher, ich komme aus Auersmacher. Ich hätte jetzt noch mal eine Frage an die Wirtschaft bzw. die Politik oder ganz im Speziellen an die Agentur für Arbeit. Wie gehen Sie mit dem Problem um, dass es Ausbildungsstellen oder unattraktive Ausbildungsstellen, ich nenne jetzt mal als Beispiel das Baugewerbe, warum dort diese Stellen seit Jahren nicht besetzt werden, so nach dem Motto, ich gehe doch nicht 10, 12, 13 Jahre in die Schule und gehe dann an den Bau. Da kann man mit Informationen und gutem Rat darauf antworten und ich bin völlig bei Ihnen. Der Bau bietet heute Beschäftigungs- und Einkommensmöglichkeiten, die sind viel besser als in vielen Dienstleistungsberufen. Der Gerüstbauer verdient heute schon in der Ausbildung mehr als der Bankkaufmann nach der Ausbildung. Die Frage ist, wissen das die jungen Leute, reagieren sie darauf und was können wir dort tun? Wenn wir Jugendliche befragen, wer ist euer wichtigster Ratgeber bei dem Thema Berufswahl, dann sieht die Reihenfolge wie folgt aus: Eltern, Lehrer, Freunde, Bundesagentur für Arbeit. Und wir müssen mit den drei anderen Gruppen intensiv arbeiten, nicht nur mit den jungen Leuten selbst, sondern auch mit den Lehrern, mit den Eltern, vielleicht auch mit den Freunden, sie mit einbeziehen in Berufsorientierung und Berufswahl, damit eine kluge Entscheidung rauskommt. Wir erleben es auch häufig bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund, dass der Businessman dort der gefragteste Ausbildungsberuf ist und man vielleicht auch aus seinem kulturellen Hintergrund her handwerkliche Tätigkeiten, Bautätigkeiten als etwas Minderwertiges empfindet und sagt, das ist doch, unsere Kinder sollen es doch besser haben, die gehen doch nicht zum Bau oder in einen Handwerksberuf. Und das sind Themen, wo wir es wirklich schwierig haben, durch Information und Beratung dagegen anzukämpfen. Und ich bin davon überzeugt, dass mancher schlechte Bankkaufmann ein guter Maurer geworden wäre, aber er hat es leider nicht gewusst. Und er muss dann auch keine schlechten Finanzprodukte an schlecht beratene Rentnerinnen bringen, sondern da kann er wirklich etwas darstellen, wo er abends sagt, das habe ich gemauert, das ist mein Ergebnis.
Schade drum, ich bin aber bei Ihnen, wir haben dort ein auch gesellschaftliches Thema, das wir bearbeiten müssen. Darf ich auch noch was ganz kurz dazu sagen? Wir müssen natürlich auch politisch aufpassen, dass wir nicht immer nur das Abitur als das Allheilmittel hinstellen, sondern dass wir sagen, das gute Handwerk ist großartig. Ja. Und wenn wir die heutig veröffentlichte OECD-Studie wieder lesen, da steht dann drin, dass in Deutschland es Kinder von Akademikerfamilien gibt, die bevorzugen, ein Handwerk zu ergreifen, und das wird als negativ ausgelegt. Diese Dinge, die müssen wir wieder aus unseren Köpfen rausbekommen, und wir müssen sagen, der gute Maurer ist derjenige, der mein Haus mauern soll und nicht der schlechte Bankberater. Ja? Meine Damen und Herren, wir haben obwohl es immer spannender wird, den Zeitrahmen nicht nur erreicht, sondern auch schon leicht überschritten. Es soll auch schon der eine oder andere Magen knurren. Ich bedanke mich ganz herzlich, liebe Frau Kamp-Harrenbauer. Frau Minister, wäre einfach, aber nun wollte ich es richtig machen. Frau Kamp-Harrenbauer, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, verehrte Frau Ministerpräsidentin, genau. Bei Ihnen, meine Herren. Bei Ihnen, meine Herren, in dieser Runde und bei dem Publikum, das nicht nur geduldig zugehört hat, sondern auch noch die eine oder andere interessante Frage dazu gebracht hat. Ich glaube, die Lehre dieses Abends oder dieses Nachmittags, Spätnachmittags ist, dass es sich lohnt, sich um jeden Jugendlichen zu kümmern, unter welchen Umständen auch immer an einer, ja, wie soll ich sagen, normalen Ausbildungslaufbahn vorbeigeschrammt ist, dass es sich immer wieder lohnt, sich um ihn zu kümmern. Und das Zweite ist, dass sowohl die Politik als auch vor allem sehr viele Unternehmer aufgerufen sein sollten, sein müssen, bei diesem Werk behilflich zu sein und wo immer es ist, soziale Schwächen bei den Jugendlichen mit auszugleichen. Ich danke Ihnen und ich erlaube mir trotzdem schon mal zu sagen, guten Appetit bei dem Grillabend. Es soll ein ganz toller Griller sein. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Stoltenberg. Herr Dr. Neher, ich weiß, Sie sind sehr in Zeitdruck und ich habe gerade Ihr Taxi bestellt. Wir verabschieden Sie gerne jetzt schon, denn ich weiß, der Druck ist groß. Und vielen Dank, dass Sie hier waren. Meine Damen und Herren, glauben Sie bitte bloß nicht, weil das jetzt eine Sternstunde in dieser Vertretung war, dass das es auch schon gewesen wäre oder die Nacht vorbei wäre. Nein, wir haben noch Programmpunkte für Sie vorgesehen und ich glaube, nach der Diskussion, Herr Rach, als bekennender Saarländer wird vielleicht bald eine Schlagzeile lauten, saarländischer Spitzenkoch mit großem Herz schenkt Zukunft. Da würde ich mich jedenfalls sehr drüber freuen. Das haben Sie heute hier gezeigt. Ja, Sie haben es gesagt, Herr Stoltenberg, die Diskussion hat Appetit gemacht, in zweifacher Hinsicht vielleicht. Zum einen tatsächlich auf unseren Grillweltmeister. Ja, so etwas gibt es tatsächlich. Gegen amerikanische Konkurrenten hat sich der saarländische Grillweltmeister Thomas Zapp durchgesetzt. Und Sie werden gleich seine Spezialitäten genießen können. Zuvor wird noch hier im Saal ein kleiner Umbau vonstatten gehen. Wir müssten ein paar Stühle aus dem Raum schaffen. Wenn Sie dann in den Vorraum treten oder in den Garten, dann geht das umso schneller. Es wird dann auch etwas gegen Dehydrierungseffekte geben, bevor wir dann etwas später das Buffet eröffnen und Sie die Grillspezialitäten bekommen können. Davor aber noch bitte ich unsere beiden Künstler schon mal hier anzufangen, den Tisch vorzuziehen und was sonst zur Vorbereitung ihrer Darbietung erforderlich ist. Sie wird sehr kurz sein, aber intensiv. Und vorstellen wird es nochmal unser Minister Andreas Storm. Ich wünsche Ihnen von meiner Seite aus jetzt schon noch einen schönen Abend. Es werden noch weitere Gäste. Das will ich noch sagen, das saarländische Kabinett steht Ihnen zur Verfügung. Die Minister und Staatssekretäre sind hier für weitere Gespräche und wir erwarten auch noch weitere Gäste im Laufe des Abends. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, es war ja mehrfach von der zweiten Chance die Rede. Und ich meine jetzt nicht, auch wenn das angesprochen worden ist, der Wechsel vom Bankkaufmann zum Maurer, auch wenn das einigen Anklang gefunden hat. Nein, es geht um ein ganz konkretes Projekt bei uns an der Saar seit dem Jahr 2008. Hinter der zweiten Chance verbirgt sich eine Aktion,
bei der es um Jugendliche und junge Erwachsene geht, die besondere Probleme haben. Probleme, zum Beispiel Kriminalität, Hindernisse für die Integration und bei denen die Programme, die man üblicherweise startet, auf den ersten Blick nicht gefruchtet haben. Es gibt eine besonders intensive Betreuung. Zweite Chance beruht auf drei Säulen. Die erste Säule ist die sozialpädagogische Betreuung, zum Beispiel die Begleitung bei Behördengängen oder bei Arztbesuchen. Zweite Chance basiert auch ganz stark auf einem kulturellen Engagement. Theater, Tanz, das werden wir gleich erleben, und Sport, Erlebnispädagogik, all das, was es ermöglicht, zu erkennen, man hat Stärken, die einem den Sprung sozusagen in das Alltagsleben wieder ermöglichen. Ich freue mich nun, dass wir zwei Rapper erleben werden aus dem Projekt Zweite Chance und darf Ihnen sagen, die Zweite Chance wird auch in wenigen Wochen mit dabei sein, wenn wir den Startschuss geben für unser Land für alle, wenn es um die Umsetzung der UN-Konvention für die Menschen mit Behinderung geht. Aber zunächst einmal die beiden Rapper vom Projekt Zweite Chance. Ich muss was sagen. Erstens, herzlichen Dank, dass wir hier sind. Vielen, vielen Dank. Und mein Herz schlägt wirklich, wenn ich sehe, so viele Menschen mit uns im Boot sitzen und jungen Menschen helfen wollen. Also wie wir das machen, machen wir es gut. Und ich denke, Zukunft ist uns, weil wir den Weg gefunden haben. Der Rest ist der Pillepalle, das kriegen wir hin, denke ich. So, und Herr Minister, Sie sind auch ein wunderbarer Mensch. Sie haben unser Projekt Begegnung ohne Barriere jetzt als Schirmherrschaft übernommen. Da sind wir am 23. September in der Saarlandhalle mit behinderte Jugendliche, Jugendliche aus Frankreich und auch Jugendliche, die seit 2008 uns unterstützen und helfen. Da muss ich wirklich das betonen. Zweite Chance hat 2008 begonnen mit dieser Idee, Jugendliche mit krimineller Vergangenheit zu unterstützen. Ist aber nicht so geblieben. Wir sind mittlerweile ein offenes Haus und wir machen Jugendarbeit. Und nur die zwei Jungs, die hier sitzen, die sind keine kriminellen Jugendliche. Die sind auch kein Tänzer, sie sind Beatboxer. Allein, dass Dave ein wunderbarer Musiker ist, der spielt perfekt Drum, wenn ich das sagen darf. Der ist Gitarrist, der spielt Orgel. Also hochtalentiert sind die zwei. Natürlich auch, muss ich auch das sagen, Schulabgänger. Und wir versuchen innerhalb dieser Jahre auch gemeinsam neue Wege zu finden, wo wir mal gemeinsam auch in ein Akademie Mannheim den zweiten Anlauf starten möchten, dass sie auch mal ihren Status erreichen. Aber andersrum sind Top-Jungs, die sind motiviert, die sind talentiert. Lasst euch wirklich überraschen. Also wir sind keine Rapper, aber wir machen es auch mit dem Mund. Und also ich glaube, das habe ich jetzt nicht gesagt. Wir legen einfach mal los. Whoa.
Dankeschön. Danke euch, danke. Später mehr. Wer später noch was hören will, sehr gerne mehr.